Ich habe noch gar keine Vorstellung gemacht, ja. Hallo und willkommen zu einer neuen Runde GTA RP. Wir schon eine Runde zum ZOB. Und dann gleich noch eine Runde Bus fahren.
Da. Das ist noch schon klar. Moment. Ich will mir was anderes anziehen. Egal. Eventversammlung. Hello. Tag. Na, willst du auch mit Boot fahren? Nee. Gar keinen Fall. Wieso? Das fahren wir. Ja, das ist auch eine gute Idee. Genau. Bringst du uns die Leute an die Haltestelle? Na, ja. Ihr müsst dann gleich mal schauen, ob ihr alle gleich unten schon am losfahren wollt. In Dings hier am Yachthafen oder ein Teil in Palito, einer Yachthafen, einer irgendwo in der Mitte. Ja, das kriegen wir da hin. Wie viele Nö. Boote haben wir? Drei. Drei? Drei. Ja, jeder von Geil. euch bekommt eins. Was haben wir für Boote? Wir haben eine Sandtrap, ich glaube eine Tropical Ja, die Tropic. Ich nehme und das Dingy. Schlauchboot, dessen Namen ich keine Ahnung von habe. Ich nehme das Dingy. Das Dinky, Ich muss wieder genau. das nehmen, was überbleibt. Das war aber Ja, wir locker. können ja noch mal tauschen. Junge, Junge, Junge. Sandtrap bin ich das letzte Mal gefahren. Wirklich. Ich bin Also sicher, ich kann Tropic sagen, gefahren von ist geil. allen drei Booten ist die das der Dinky am Ja, das ist schnellsten. klar. Nur weil ich hier Busfahrer bin und kein Ausbilder. Ein niederes Fußvolk. Ja. Niedere Fußvolk. Geringverdiener. Ja. Ach ja, und ich weiß, das Buch, was ich mir holen will, kostet 120.000. Was willst du dir holen? Ein Tag arbeiten, ne? Da hat man das drin. Ja, natürlich. So als Manager hat man das doch finden, sag ich mal. Ja, du, also eigentlich fehlen nur noch 60.000. 120, ich glaube, den Preis habe ich schon mal gehört. Was ist das für eins? Speeder. Ja, okay, nach dem habe ich auch schon mal gefragt. Ne, aber der Klassiker und nicht der Modern. Der Modern sieht hässlich aus. Der Klassiker ist doch der mit den extra Streifen noch, oder? Ne, Klassik ist der mit der Holzoptik oben. Ja, Modern meine ist ich der doch. mit Warte den mal. Streifen und so. Echt? Ja, also in der App steht ja auch nicht als Klassik drin, aber. Oh, ich will da Dings aufmachen und was für mache ich? Drück erst noch auf Dynasty App. Ne, Ich habe auch erst also. auf die falsche gedrückt. Boter. Speeder. Also Genau. ich würde auch das Angelboot mit dem fahren, aber gar kein Problem. Also der normale Speeder. Ja, das ist quasi der Classic. Okay, wir wollen eben noch Busse tauschen. Bis gleich. Jo. Wollen wir helfen? Alles gut, ist nicht Was sagen wir aus viel. Hilfe? Plus, nee, ist bloß hin und her erstellen. Also, Okay, alles gut. dann nicht. Alles gut, Wenn du trotzdem es uns nicht danke. willst, dann nicht. Okay, halt. Dann geh doch. Wieder. Also, sowohl Also der mit Leute. dem Holz jetzt, ne? Ja, genau. Aha. Nur ne? Deswegen. Wir Junge, Junge. gleich. Also, sowohl die Leuchtpistolen als auch die Schlüsselkarten als auch die Warnwesten. Schwimmwesten. Schwimmwesten. Ich komme nur auf Warnwesten, wenn die einfach auch genauso Ja, knallig also mit gelb der sind. schwimmt sie schlecht. Ja, aber die sind auch so knallig gelb. Ja, sie schwimmt. Man schwimmt zwar gut, aber man geht damit unter. Ja. auf jeden Fall in der Information ist ein Rucksack. Ein bisschen weiter unten, nicht der Oberfläche.
Ja. Das ist alles Männer. Okay. Ne, also das sind 12-mal Schwimmwesten für Männer schon, ne, und 9-mal für Damen. Okay. Ne, deswegen, also bei euch jeweils bitte 4 Männer Schwimmwesten jeweils in jedes Boot einmal heimpacken und halt Damen Schwimmwesten immer. Okay. Und eine Leuchtpistole auch bitte. Ja. In jedes Boot. Ja, wie gesagt, und Schlüsselkarten sind auch alle Teilstände für euch, also, ja. Weg. Das sollten wir hinkriegen. Ihr müsst mir nur noch mal zeigen, wo ich da Schumasch genau anhalten muss. Direkt an dem Pier ist rechts am Pier, also wenn links. Du jetzt von... wenn du jetzt von Seeseite kommst, ist auf der rechten Pierseite. Ja, wenn du von Seeseite aus kommst. Der Seeseite ist auf der rechten Pierseite eine Leiter, die hochführt. Also wenn du jetzt die Südseite... Also auf der Schumerischen Südseite. Ja. Genau, du kommst von unten, okay, wenn du von unten kommst, auf der südlichen Seite von dem Pier, ist vorne an der linken Ecke quasi eine Leiter. Da ist eine Leiter. Aha. Ja. Und am Pier in Dings ist unten so ein kleiner Schwimmsteg. Auch an derselben Ecke quasi, auch auf der Seite. Du meinst den Del Peru? Ja, das stand Peru. Schon drauf, alles gut. Genau, gut. Und oben im Lago San Cudo war das, wo wir geangelt haben, das Häuschen. Ja, auch einleuchtend. Und genau. Der Palito ist da, wo da parkst ihr du einfach, ist. Genau, da parkst du da einfach ein. Genau, bitte denkt, wie gesagt, daran auch im Lago San Cudo nicht allzu schnell zu fahren. Ja. Ne, Naturschutzgebiet. Genau. Wir haben ja doch alle hoffentlich einen Bootsführerschein. Ja. Dann sollten wir das ja wissen. Genau. Nein. Das wird wobei nicht die beigebracht. Gesetze wurden ja etwas geändert. Naja, also es steht nichts dazu, wie schnell man da fahren darf. Ja, sie haben früher war es explizit aufgeführt, das haben sie aber wieder weggemacht. Ja. Ne, jetzt also darfst du 30 im Kanal, also ne, da raus und ansonsten. Der Rest ist frei gewesen, aber wir fahren trotzdem nicht da so schnell. Ja. Deswegen, aber bitte auch nicht schneller als 30. Nee, auf jeden Fall nicht. Definitiv nicht. Genau, weil Kanal kannst du jetzt auch beim Dings hier mit 30 raus. Ja. Beim Yachthafen. Ja, die haben das seit schon länger. Anfang des Jahres. Das war zum 1. April davor irgendwo. Irgendwann davor. Ja. Da haben sie die... Als sie das umbenannt haben. Nicht mehr Seegesetz, sondern See- und Flussverkehrsordnung. Genau. Mhm. Da hast du nämlich jetzt nur noch Geschwindigkeitsbegrenzungen in Hafengebieten. Ach, obwohl, das haben sie nochmal neu gemacht. Kanäle haben und sie? Flüsse. Oh. Das ist nochmal, das war vorher nicht, Kanäle und Flüsse nicht. Also 30 mph auch im maximal. Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ja, hinten im Hafen 30, Kanäle, Flüsse 30. Weil der San Cudo River 50. ist ja, Lago San Cudo ist ja dann auch ein River, von daher. 30. Ja. Auf dem Alamo darfst du nur 50 fahren. Ja. Und wenn du bis nach Kanada schwimmen willst, darfst du unten ganz schnell fahren. Ja. Ja, kurz eine andere Frage. Hat gesehen, Miyamoto ist auch schon ewig lange jetzt nicht mehr da gewesen. Wie war das mit seinen Abwesenheitsmeldungen dann? Ich weiß gerade nicht. Moment. Hat der mir was geschrieben? Denk dran, nicht nach Mexiko fahren. Das ist ja vollkommen falsch. Das ist die andere Seite. Nee, vom 10. bis 16. Ja, gut, okay, das ist aber schon noch. Kostet 50.000. Strafe. Nur? Das ist ja ein Schnapper. Wir zusammenlegen und dann. Das kann ich alleine bezahlen. Ich nicht. Können wir noch zusammenlegen oder zahle ich dich mit? Eben. Ach ja. Ja, bis zum 16.07. war jetzt abwesend gemeldet, ja. Ja, also wäre dann morgen überfällig. Ja. Irgendwo auch, hab ich gesehen. Ich nicht, Gott sei Dank. Dann mach ich mir mal hier eine Notiz, würde ich morgen noch prüfen.
Was? Ja. Also wenn ihr noch wieder runterfahren wollt zum Yachthafen, ne, müssen wir jetzt gleich los. Ja. Was? Ja, wir müssen nach Palito. Ach so. Ach so. Ja. Dann zieh dich mal um. Ach so, ja. Komm mal, Lanas. Sollen wir ein Dienstauto nehmen? Nehmt irgendeinen Wagen, damit ihr auch wieder runterkommt. Also, ja, nehmt euch das Dienstauto und dann. Ne, Tankrechnung. Heute nicht unbedingt. Ja, Tankrechnung wie beim letzten Mal wieder. Wie beim letzten Mal, genau. Alles klar, check. Ja. So, ja, soll ich jetzt darauf hinweisen, dass wir ein bisschen aufpassen sollten beim Tanken im Palito? Wieso? Ja, Ryan hat sich dann nicht so eine ganz schöne Situation manövriert gehabt beim Aussteigen aus dem Boot. Achso, okay. Ja. Aber gut, der Kerl hat es eh nicht so ganz mit dem Aussteigen aus Booten. Gut, dann fahre ich jetzt auch mal eine Runde. Dann viel Spaß, ne? Danke, danke. Bis denn. Junge! Was sehen? Warum ist er denn rückwärts von da vorne? Ah. Ja, vor allen Dingen mit was für einer Geschwindigkeit? Ja, das haben wir auch gerade gestellt. Das waren keine 10. Also, er hat mich was platt gefahren. Wer war das denn? Das ist Lanos. Okay, du hast den höchsten. Sag mal, Lanos. Herr Senior-Ausbilder. Grüße. Das ist jetzt fast platt gefahren, das ist ja schon bewusst, oder? Ich hab dich gesehen, alles gut. Alles gut. Du warst ein bisschen flott. Wir müssen auch dann langsam los. Was müssen wir noch was umstellen? Nee, alles gut, Petit, ich hab dich gesehen. Okay, ja, gut. steht alles so, wie wir haben. Ansonsten müssen wir los. Ziehst dich. So. Ob hier noch genug zu essen drin ist? Unser Zeug. Aber Mike ist ja eh nicht da, ne? Wollte er eh nicht zu prüfen mitnehmen oder so. Geht doch durch die Tür, ja. Was macht ihr? So, lass die komische Bustour machen. Ich war lieber Bootstour. Ich mach vor allem Bus. Kein Bock auf. Blödsinn.
So. Wir müssen hier mal ein bisschen auffüllen, hier sehe ich gerade. So. Hallo. Hi Tilo, alles klar? Na, ja, bei dir. Ja. Muss ja, ne? Das auch jetzt? Ja, ich fahre noch ein bisschen, glaube ich. Also eine Runde fahre ich auf jeden Fall noch. Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Was hättest du gern? Ich weiß nicht, ob Helly jetzt noch bleibt oder nicht. Oder keine Ahnung. Wer hat es eingetragen? Weil ich guck mal, bin ja gerade drin. Ah, die fährt auch noch eine Runde. Aber 19 ist auch drin. Die hat Ausbildung, glaube ich, eingetragen, aber... Mhm. Wenn du keine Lust und keine Zeit hast, ist es halt so, ne? Na, ich hätte schon Zeit, aber 19 ist ja doch mit da für Ausbildung. Ich bin mit drin. Ach, Alice. Alice, genau. Ja, siehst du, Alice müsste ja Nord 1 und sie eigentlich City 1, ne? Also Haley. Ja. Ja, aber ich glaube, ich bin ja dafür, dass sie nochmal, dass man ein bisschen Leute ankommt und ein bisschen Nord in Ruhe fährt. Mhm. Jeder will ich mit Alice, glaube ich, Nord 1 Ausbildung machen. Oder warte mal, ich kann mit Alice ein bisschen Theorie machen, glaube ich. Ich mache mit Alice doch mal noch ein bisschen Theorie erstmal, ein bisschen festigen. Ja, alles klar. Würde ich, glaube ich, so machen, wenn sie denn überhaupt da ist. Alice? Mhm. Ja, ich bin der Meinung, die fährt mit Haley gerade. Die ist halt schon den ganzen Tag irgendwie als Mitfahrer unterwegs. Mhm. Ja, okay. Gut, dann würde ich die Runde erstmal machen. Hat denn Lanos alle Busse durchgetauscht? Keine Ahnung. Kartoffelbrei. Hallöchen. Hallo. Hallo. Du fährst jetzt, ach nee. Du fährst wahrscheinlich erstmal gar nichts. Ich fahr erstmal gar nichts, richtig. Die Haley kommt gleich. Bleibt Haley jetzt noch am Dienst oder was macht sie? Das weiß ich nicht. Was ist sie denn? Ja. Ja gut, weil ansonsten fahr du erstmal eine Runde City ein, würde ich sagen. Ach, da kommt sie ja schon. Wo ist sie denn? Guten Tag. Guten Tag, ja, ich mach mich mal auf den Weg, ne? Jo, dann viel Spaß. Ich hab auch nicht meinen Arm aus, wie du Angst vor. Bitte? Was? Oh. City 1 Ausbildung. Na, ich würde sagen, komm mal das mal in Ruhe an und den Rest kommen wir dann. Ich bin auch angekommen, ich habe schon 3 Runden gefahren. Aber wolltest du nicht sowieso nachher die Dings One mitmachen? Ich kann doch nicht Bootsführer schalten, ich kann doch nicht mitfahren. Ich wollte so als Fahrgast dann fahren halt, aber ich will. Ja. Ja, genau, das meine ich ja. Ah, das ist ja bis 12 Uhr geht das schon. Ach so, okay. Ja, gut, nee, dann, ja, dann machen wir das so. Dann. Jetzt kann erst eine Runde Nord 1 und, ich mache eine Runde mit Alice, noch ein bisschen, Theorieausbildung. Ah, Nord 1, okay. Ja, okay. Genau. Gut. Gut, dann viel Spaß. Das ist die 8, ne? Ja. Was machen wir? Wir machen ein bisschen Theorie noch. Alles klar. Also, warte mal kurz. Hey, du bleibst dann also noch um 18 Uhr, ja? Hm, was? Hast du dich verstanden? Du bleibst dann um 18 Uhr noch, oder wie?
Ich verstehe kein Wort, was? Du bleibst dann um 18 Uhr noch, Fragezeichen. Es ist doch jetzt 18 Uhr, oder? Es ist 17.30 Uhr. Wer hat mir dann eingetragen dann? Stehst du schon den ganzen Tag drin? Also das steht schon seit heute Morgen so. So. Hä? Ja, wie viel, du bist erstmal los, ne? Kann man ja später klären. Wir können auch sozusagen mitfahren. Ey, was ist denn das, hä? Haley, du musst los. Hä? Haley, du musst losfahren. Ja. Ja, was? Du musst losfahren. Ja, aber ich muss ja da eintragen auch. Ja, aber fahr doch erstmal. Ist das mal wichtiger? Kann ich da machen? Komm mit, Alice. Ja, ich komme. Ich folge dir auf Schritt und Tritt. Vorzugsweise Tritt. So. Vor allem, ja, machen wir das halt mit. Ach, man, das halt im Bus geht ja auch. Ist ja scheißegal. Geil. So. Also, was ich schon mal sagen kann, Matt hat mir heute RDP schon alles ausführlich erklärt. Das kann ich mittlerweile. Mhm. Ist da eingestempelt? Ja, okay. Und schön laut reden. Ich hab doch heute schon gefunkt. Funk geht auch nicht. Ist der Funk eingestellt? Funkgerät, Opa? Ja, ich hab die ganze Zeit ja schon gefunkt, ganze Zeit. Guck mal, ob der. Ich kann auch nicht funken. Hm? Also Alice, kannst du funken? Guck mal, ob der Funk hat. Ja. Oh, jetzt mal. Ja, der Funk war ausgeschaltet, deswegen ging's nicht. Wow. Hm? Oh, der Funk war ausgeschaltet, deswegen ging's nicht. Okay. So mit Doppel-O. Genau. 01 auf 01 plus 08. Oh, fuck, jetzt bin ich. Ich fahr's kurz ein. Du fährst ja, ich bin einfach nur dabei. Ne? Ja. So, wir machen. Soll ich Durchsage machen oder einfach nur fahren? Fahr du einfach nur. Ich mach mit Alice gleich Theorie, da brauchst du mal. Hier steht's auch richtig im RDP drin. Okay, gut. Also hätte nochmal die Frage, bleibst du um 18 Uhr in dem Dienst oder nicht? Ich ja. Ja. Okay. Ja, dann müssen wir gerne gucken, weil ich bin dann alleine. Ach so, okay. Jetzt machen wir das dann so. Ja, das ist auch nicht schlimm, wir können das ja morgen auch machen. Ne, ist ja nicht schlimm. Aber ich würde sagen, komm heute erstmal in Ruhe an, wieder an, dann machen wir, können wir dann ja morgen weitermachen, sieht man uns. Sie nicht übertreiben. Aber dann würde ich vielleicht dann mit der City 1 mitfahren, einfach so. Vielleicht eventuell. Nein. Linie. Ja, das bringt ja nichts, soll Linien besetzt werden. Okay. Verstehst du? Ja. Bringt ja nichts, wenn du im Dienst bist und aber nicht fährst, ne? Aber fahren könntest. Ja, ne? Ja. Auch nicht mit Thilo diskutieren, der schmeißt dich raus und verklagt dich auf 140 Strafgeld. Nee, alles gut. Nein, alles Spaß. So, muss ich gerade mal kurz gucken. Aber wir gucken, wie wir das machen. Vielleicht machen wir auch City-1-Ausbildung. Ausbildung? Alice, du bist ja auch schon ein paar Runden Nord 1 jetzt mitgefahren, ne? Ja. Hast du da schon mal Ansagen und sowas gemacht? Ja. Okay. Bist du da so weit, fühlst du dich da so weit sicher bei den Ansagen? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal Folgendes. Dann spielst du jetzt ab hier einfach mal eine Runde Navi. Mhm. Dann machen wir das so und dann kann man das bedingt auch schon mal abhaken, den Punkt. Alles klärchen. Genau. Ich sage vorweg, ich habe eventuell Rechts-Links-Schwäche, also Okay, wollen wir das über nicht machen? Nee, alles gut, ich weiß okay. Schon, wo lang, aber Sollte ich vielleicht mal eine Richtung aus Versehen falsch sagen, dann meine ich eigentlich die andere. Okay, ja. Alles klar.
Da jetzt sowieso erstmal nur geradeaus. Dann gut. Kommt irgendwann die Baustelle mit dem Kran. Da ist dann auch der Dingel, Busleute, Dingsbums. Da kommt dann noch ein Rest danach. Genau. Erstmal gucken bezüglich meines Gongs, ob das okay so ist für dich, Tilo. Ja, sehr gut. Genau. Okay, perfekt. Dann machst du ein bisschen Navi, kannst ein bisschen Ansagen machen. Dann ist der Punkt bei dir auch schon mal fertig. Machen wir das so rum. Navi und Ansagen. Jetzt ist die Strecke sowieso erstmal geradeaus, von daher passt das ja. Au! Was? Ich kratze mich heute viel zu oft, das ist unfassbar mit den Fingernägeln. Ich fall jetzt nur auf Halt, ne? Ja. Bahn, da vorne ist der Kran mit der Baustelle. Boah, das ist der Bus, mit dem ich, ja. Nächster Halt. Ed meinte, entweder hier bei der Baustelle oder bei dem Häuschen hier vorne ist das okay mit dem Klingeln. Ja, genau. Das sind ja immer so Orientierungspunkte. Du musst das da nicht machen, nur halt nicht früher, ne? Ja, ich mach das dann immer so mittendrin. Ja, genau. Dann merke ich mir das wenigstens. So, ja, dann bei der nächsten Kreuzung rechts nach dem Stoppschild. Ja, dann parken wir vor dem Halteschild neben dem Gebäude, damit sie hier auch über die Straße fahren können und wir nicht im Weg stehen. Machen wir jetzt nicht, weil ich spät dran bin. Richtig. Kurz zu sagen, damit die Lu weiß, dass ich auch weiß, dass man das macht. Na, ja. So, dann kommen hier die zwei wunderschönen Schilder. Nächster Halt. Ost. Ein Ding-Dong ging gerade nicht. So, dann kommt hier die JVA. Steakfüße. Hier. Nächster Halt, Grand Sonora Desert. Dann bei der nächsten Kreuzung müssen wir links. Beziehungsweise es ist keine Kreuzung, es ist halt abbiegen links. Und sogar ein Stoppschild. Auch noch was. Bei Stoppschildern, wie hältst du da mit der Front als Ende des Busses oder mit den Reifen? Ich jetzt? Oder? Nee, Alice. Also. Hey, du kannst das ja. Ja, ich habe gerade das verkehrt gemacht jetzt. Warte. Also, was gilt als Ende des Busses? Also die Front oder das so, Rad? Die Front. Nächster Halt, Sandy Shore. Sandy Shores. Essen. Was? Sandy Shores. Kurz zur Schlange. Genau. Hier nicht über den Stein fahren, ne? Ja. War mir gestern was passiert? Ja. Ich habe meinen Winkel nicht richtig genommen, sondern hast einen Stein fast mitgenommen. Ich bin auch schon mal angedatscht bei dem Stein. Ja. Jetzt sind wir wieder im Zeitplan so ungefähr. Genau. Alice, wie halten wir in Sandy Shores? Was muss man da, worauf achten wir? Auf diese zwei Holzdinger, dass die Tür davor oder vor dem Schild, also vom Parkschild ist. Oder halt bei diesen Bussen, dass die Türen halt frei sind und die Leute vorbeikommen. Also zusammenfassend zwischen dem Wochenband und dem ersten. Genau. Sehr schön, da wurde schon gute Vorarbeit geleistet, sehr schön. Ja, wie gesagt, Orientierungen sind wieder eins. Alles andere hätte mich bei Matt auch gewundert. So, als nächstes müssen wir dann links. Worauf achtest du hier bei dieser Kreuzung und auch bei Harmony, wenn es dunkel ist? Dass von geradeaus kein Auto kommt.
Oder allgemein. Genau, und auch blinken, wenn es geht. Genau, ja. Ja. Gut, das Blinken hat Matt jetzt nicht gesagt, nur alles das mit den Autos. Alles gut. Okay. Deswegen erwähne ich es nochmal. Nächster Halt, Grapespeed Farms. Mhm. Ja, und wenn man mal eine Haltestelle vergisst, dann meinte Matt einfach an der Haltestelle beim Ankommen klingeln und sagen, ja, aktueller Halt hier und da. Genau. Hat Matt dir hier die empfohlene Höchstgeschwindigkeit in diesen engen Kurven hier gesagt? Nee, hat er nicht. 15 Meilen. Okay, okay. Ich hätte jetzt tatsächlich auch so 10 geschätzt, hatte. Kannst du dir merken, weil du sonst so ziemlich schlecht rumkommst, ne? Mhm. Wir packen wir vorm Schild. Na, nicht schön, aber es halt. Muss mal ganz kurz was essen. Mhm. Das hat jemand gesagt, was wir hier drauf achten, bei dem Stoppschild? Wie wir hier anfangen? Nee. Ein bisschen schräg versetzt, ne? In Fahrtrichtung stellen. Ja, ich würde gerade sagen, dass das etwas schräger anfangen. Mit wie so ein Gegenverkehr, ne? So, dann einmal über den Highway, beziehungsweise auf die andere Seite zum nächsten Stopp und dann nach links. Einmal über den Highway, das war dann wieder geradeaus, das wollen wir aber nicht. Alice, bleibst du noch um 18 Uhr und auch noch am Dienst, oder? Hast du da Pause? Wahrscheinlich nicht. Okay. Bin mir gerade unsicher, aber nee, ich glaube nicht. Okay. Mal 18:30 habe ich dann wieder. Da esse ich meistens. Mhm. Weil habe ich mir von zu Hause angewöhnt, dass ich immer 18:30 esse, damit ich halt nicht aus meinem Takt komme. Mhm. Aber ich bin ab 20 Uhr bin ich, glaube ich, nochmal da. Mhm, habe ich schon gesehen, ja. Na, beim Klingeln hier meinte Matt entweder bei der Rakete, aber dass es auch reicht beim Ortsschild vorne von Palito. Na, pinkeln. Okay. Guck mal, Betriebsstörung durch. 91 Betriebsstörung. Palito Bay. Bei Palito Bay. No. Gut, also Alice bleibt dann nicht. Dann können wir ja eine Runde. Ja, dann doch theoretisch auch die 1-Ausbildung weiter machen. Mhm. Wenn du Bock hast. Ja, klar. Ja, klar. So. Ich brauche nur noch einen Bedarfshalt und Mini-Einreise. Ah, ich würde sagen, wir kommen erstmal rein. Ne? Runde. Danach den Rest. So. Dann fahren wir es. Die 1, Bus 2 und hier gucken wir mal nach dem anderen in Bus. So, und dann machen wir hier. N1 aus B. 19,
Und dann machen wir bei dir eine nächste Runde C1 aus B. F, F. Ja. So. Nochmal Hinweis, ne? Wenn das mal mit dem Eintrag zu chaotisch wurde, ist oder so, ne? dann fahr ruhig lieber und mach dann die Eintragung am Ende der Runde. Ah, das geht auch. Oder ja, klar, oder beispielsweise ins Handy schaust, ne? Vor allem, wenn du halt die Standzeit hast. Ich bin irgendwie in der Zeile da verrutscht, ich habe keine Ahnung. Ja, alles gut. Ne? Achte so ein bisschen auf die Abfahrtzeiten. Ne? Ja. Weißt du, es ist manchmal ein bisschen viel mit dem ganzen Eintragenzeug, ne? Aber wenn es kompliziert wird oder so, dann machst du das halt während der Runde oder am Ende der Runde. Das geht auch alles. Okay. Muss nicht alles immer mit und genauso. Kannst du Mutter ruhig ausfahren, ne? Nicht so viel Sprit verbraten. Nicht so viel Sprit verbraten. Jo. Ganz angeflitzt. Aber ich fahre jetzt zurück, oder? Abbruch der Linie, oder? Nö, sind 3 Minuten, das passt schon. Zwei weiter. So, bin wieder da, hallo. Jo, willkommen zurück. Was soll ich nicht abbrechen, soll ich weiterfahren? Nö, 3 Minuten, das geht, du kannst weiter. Okay. Ja. Ah, ich hab Lot 1 noch auf die Störung wieder aktiv. Entschuldigung. Mann, das ging ja schnell mit der Blutgruppe. Okay, dann immer rechts abbiegen. Schön. Synchron. Und dann die nächste links. So, mal mindestens 2 Minuten vorher überlegen, welche Richtung. Hey, dir noch ein Hinweis, wenn du also den Motor aus hast und du hast die Türen offen und die Warnblinker an, dann erst wieder auf den Knopf drücken, weil sonst bleibt nämlich der Warnblinker an, ne, wenn du den Motor wieder startest. Ist der jetzt wieder an? Ach, ja. Deswegen sag ich es ja. Okay. Ja, okay. Nächster Halt. Ach, jetzt Quatsch, ist er noch gar nicht da. Das ist von der Aufsicht. Ja, aber ich wollte die Warnblinker ausmachen. Achso. Deswegen hoch. Das ganz kurz ausmachen. Ja, genau, sehr gut. Unsere wunderschönen 2 Stoppschilder. Ich hab heute erst einen Unfallprotokoll geschrieben. Ich habe das total verschwitzt. Ja, du warst ja auch verletzt, aber das ist gut, hat mir ja gesagt, ne, wenn du halt. Ja, wenn du ja halt gut, so ich hätte trotzdem schreiben können. Ja, also das alles gut. Ganz chillig. Ja, ich habe halt nur, das BD war zwar da, die haben abgesperrt. FD war auch da, aber ich habe da keine Dienstnummern, weil ich gleich ins Krankenhaus gekommen bin. Ja, aber das ist jetzt schlimm, oder? Nein, du warst ja verletzt, wie gesagt, ne? Du hast ja so. Okay. Du warst ja so. Das sag ich mal, dann geht es dir in das Gesundheit vorne. Okay. Das hatten wir ja gesagt, ne? Wenn es geht. Immer wenn es geht, okay. Ja. Genau, dann kann ich das alles gleich mal erklären. Ne? Kurz Abriss Verhalten im Schadensfall, ne? Ist das schon mal mit dir besprochen worden? Ja.
Okay, weißt du Bescheid. Wunderbar. Ja, wie gesagt, also heute Morgen haben wir alles im RDP schon gemacht. Ich habe sogar getestet im Test-Dingsbums. Text-Testings. Ach, ich habe vergessen, wie es heißt. Auf jeden Fall. Genau. Testdienstplan. Genau. Also die Sachen beherrschst du alle, ja? Die ganzen Sachen. Ja, ja, im RDP bin ich doch schon. Also. Genau. Also kann ich bei dir, das kann ja bei dir am liebsten markieren. Planung kannst du, Fahrtenbuch kannst du auch. Genau. Habe ich heute alles die ganze Zeit selbst gemacht. Okay. Einmal alles richtig. Ich finde es gut, dass du das auch schon mit dem kurzen Crashkurs gestern auch schon so gut hinbekommen hast. Ne? Also... Ja, also hört sich unbedingt schwer. Stimmt. Ich denke mal, ihr habt das alles mittlerweile so ausgetuchtelt, dass ja, es halt nicht unsonderlich schwer wird und auch nicht so lange dauert mit dem Verstehen, weil wenn da jetzt so ein Ausbildner sitzt, der mindestens 3 Wochen braucht für einen Leitfaden zum Ausfinden, was das überhaupt ist, oder? Ja, auch dann sag ich mal, es gibt Leute, die lernen langsamer, ne? Also 3 Wochen haben wir jetzt ein bisschen krass, aber ich meine, das RDP ist halt so eine, wie geht es dieser Spruch, hard to learn, aber easy to master, ne? Also, ne? Sieht sehr kompliziert aus, aber ist es halt eigentlich nicht. Habe ich noch nie gehört, den Spruch. Hard to learn, easy to master? Ja, nee, habe ich noch nie gehört. Das ist ein typisches amerikanisches Sprichwort, ne? Also, okay. Schwierig zu lernen, aber einfach zu meistern. Also im Sinne von, ja. Sieht halt kompliziert aus, aber es ist eigentlich nicht. Wenn es ordentlich erklärt bekommt. Ich bin vor allem die ersten 3 Runden, wie ich Nord gefahren bin. Mhm. Immer das gleiche Polizeiauto. Auf jeder Runde habe ich das gleiche Polizeiauto. Ja, wir sind mir vorhin beim Draft auch entgegengekommen. Die 1 König, dann stopp an. Wir haben sie verfolgt. Sie wollten uns eigentlich festnehmen, weil sie wieder einen Berg runter wollte. Ja, das war nicht so. Ja, also ich habe gehört, passieren gerne mal Unfälle. Ja, hier ist die Brücke gewesen. Ach, hier bist du rechts runter, oder? Mhm. Ja. Oha. Ja, da kommt mein Klingelbaum. Ja. Aber ja. Also Matt meinte entweder hier bei dem Baum klingeln oder nach der Brücke. Beziehungsweise ich wollte es eher nach der Brücke, weil ich Angst habe, über die Brücke zu fahren und dann vielleicht doch nochmal einen Unfall zu bauen. Mhm. Nächster Halt, Schumort. Ja, das ist doch... Und dann hier rechts runter, aber langsam. Ja. 15 Meilen auch hier, ne? Immer in diesen eckigen. 35 Meilen hier. Und hier ist halt die Geschwindigkeit 35 Meilen. Ich mache das sogar teilweise, wenn ich nachts fahre, ne? Dass ich halt auch da sogar nur 20, 25 fahre, wenn mir das als selbst 35 schon zu schnell ist. Also. Autos sind aber auch hier echt ein bisschen. Ja, genau, deswegen. Verteilt. Dann. Nächster Halt, Schumesch Süd. Dann hier rechts rein. Langsam und vorsichtig. Hey, dann fahren wir gleich wieder die Abkürzung, ne? Okay. Die Läden hier unten haben auch offen, oder? Die haben auch offen, ja. Genauso teuer wie die. Info für die City 1. Besser. Wir fahren nach der Vespucci Kanäle über den Highway zurück zum ZOP. Also, wo du jetzt immer einkaufst, hier in Yang oder so? Ja, an der Tankstelle. Ja, das also ist halt der einzige Weg, wo ich hinkomme. Ja, gut, du bist im Fahrrad, ja. Ja. Also, ich bin auch schon mit dem Fahrrad über den Strand schon mal gefahren. Was hast du, Mountainbike? Oder hast du so einen City Cruise? Mountainbike, ja. Okay, dann. Wird eigentlich funktionieren. Und ich bin aber auch schon mal dorthin gejoggt. Nach Schumasch von unten vom LP, ja, LP. Also unten halt von dem, bei dem Parkplatz, der bei Sally's ist. Vom ehemaligen Sally's. Da früher unser Stammlokal, wenn wir dann hier auch gewohnt haben, sind wir abends immer alle hingegangen.
Ja, Sallys habe ich auch nicht verstanden, warum sie das nicht gemacht haben. Ja, also. Ich verstehe es auch nicht. Das ist dann Sallys und Swift Shop. Wobei Swift Shop ist ja wieder ausgeschrieben, aber das sind die beiden Sachen, beiden Linien, wo ich wirklich mein Herz geblutet hat. Also. Das Swift Shop habe ich auch nicht verstanden. Ich auch nicht. Also, hier ist das Sallys Siesta gewesen. Genau, hier, er lässt sich darauf achten, wenn hier, ne, der... hier nur 50, genau, hier weil, 50, ne? Das nicht zum Highway gehört, genau. Und da vorne ist dann wieder Highway. Genau, richtig, ich sehe schon. Kann dir nichts mehr beibringen. Ich muss Bilder sehen, da weiß schon alles. So, das ist mein neues Haus. Zwischen dem Fußgängerbrunnen. Oh, jetzt bin ich zu langsam gekommen. Nächste halt, eigentlich Vespucci Canele. Genau, da fahren wir auch noch hin. Ja, okay. Genau. Also, wir fahren auf Sicht. Okay, weil, dachte, okay. Oh nee, Falco und Post, das ist alles gut. Fahren auf Sicht drin, ja. Also wir fahren auf Sicht drin über den Highway. Dann fahren wir über den Highway, ja. Wenn denn da keiner steht. Ich will die Tritschelt hab. Ah nee, das war ja. Achso, ja, stimmt. Alice, ja. Dritten Gang. Alles nur deine Schuld, Alice. Es tut mir furchtbar leid. Gottes. Wenn wir doch nichts davon kaufen. Aber hier müssen wir jetzt gleich links, okay? Das ist ja Spaß, ne? Ja, das ist überhaupt eigentlich die Schreibweise von deinem Namen her. Ich kenne die so gar nicht. Keine Ahnung, was meine Mutter da geritten hat. Sie meinte damals zu mir so, ja, ihr ist denn die normale Schreibweise mit dem C zu langweilig. Mhm. Und da hat sie dann einfach mal daraus Y und Doppel S gemacht. Okay. Und ja, das war dann... Und ja. Okay. Nach dem Motto, mein Kind ist was Besonderes, ne? Genau. Genau so. Ja, das ist doch immer so, dass die Eltern denken das doch immer, dass ihr Kinder was Besonderes ist. Ja, genau deswegen. Ja. Deswegen muss man es ja auch dann, halt die Schreibweise irgendwie anders machen. Gibt doch diesen eigentlich ganz schönen Namen, Jacqueline, ne? Eigentlich. Was aber. Ist das für ein Name? Aber es gibt Leute, die schreiben diesen Namen. S-C-H-A-K-L-I-N. Was? Wie? Nein. S-C-H, also wie man spricht. Jacqueline. S-C-H-A-K-L-I-N. Wie Schaschlik. Wieso Schaschlik? Du Schaschlik, halt die Fresse! Schaschlik! Komm mal hier, ihr Schaschlik! Aber das klingt ja nach einem Hundennamen. Schaschlik, komm her hier, mach Sitz! Ja. Ach Mann, ey. Nee, ich bin da, muss ich raus, gell? Ja, hier rechts. Ach, sie kennt das auch schon. Ja, na klar. Ich bin ja auch schon mit dem Taxi drüber gepfeffert. Ich wollte schon sagen, du bist mit dem Fahrrad da schon mal drüber gefahren. Über den Highway. Ja, genau, Mann. Gibt auch Leute, die fahren mit über den Highway bis Palito, schon gehört. Ich bin lebensmüde, ich fahr mit dem Fahrrad. Ja. Ah, meine Güte. Nächster Halt, zentraler Omnibusbahnhof. Weiterfahrt, 18 Uhr. Hier wohne ich, hier ist der Parkplatz, wo ich wohne. Also, wo ist das Parkplatz? Das Auto, wo mein Auto steht. Mann, das ist der Parkplatz von meiner Wohnung, mein Gott. Das ist der Parkplatz, wo ich wohne. Ja, da wird bald ein Zimmer frei. Und hier von LST, schau. Nee, hier in der Wohnung. Ah, oh, scheiße, ja. Heli, das war das Beste, was ich heute gehört habe. Wird eins ankommen, ZOB? Ah. Ja, ich hatte beinahe heute, ja. Okay. Ich hatte beinahe heute unser Auszubildende überfahren. Ja! Erinnere mich doch nicht schon wieder daran. Hilo? Also, ich dachte nicht, dass du bist doch. Nee, ich höre dir aufmerksam zu. Sag nichts dazu. Und schreibst nebenbei eine Anzeige oder. So, dann müssen wir auch gleich weiter mit der City 1. Alles klar, ich hüpf raus. Ja, tanken tun wir dann später. So, perfekt. Gut, Alice, dann? Ich habe schon Kollegen gesehen, die packen viel schlechter ein als ich. Oh, machst du ganz gut, also? Darf ich stehen lassen, Nord 1? Ja, nee, wir fahren ja jetzt die 1. Mach schon. Also nicht stehen lassen. Ja, wow, ist ja super. Geh mal lieber aus dem Weg. So, dann. City 1, weiter geht's. Keine Pause, auch wenn da Pause steht. Und ich mach erstmal Feierabend. Tschüss. So. Ich trag alles ein. Mhm.
Nee, hab ich schon, brauch ich gar nicht. So. Haben wir alles, okay. So. 01, na, City 1, Bus. 2. 2. 11 fährt. Genau. So, Ist keiner mehr im Dienst sonst jetzt? Ja, die sind alle hier wegen diesem. Ach, wegen Waterborne jetzt. Bootsdings gezeugt worden, ja. Aber wieso jetzt alle? Da fahren doch gar nicht alle. Keine Ahnung, ich bin noch nicht so in der Planung. Okay. So, du stehst noch für 18:30 mit drin. Ja. Dann würde ich sagen, komm, machst du jetzt mal eine Runde alles mit ansagen, dass du wieder reinkommst, ne? Mhm. Und dann gucken wir mal, wie das so läuft jetzt hier unten. Ich hoffe, es gibt nicht wieder Betriebsstörungen. Ja, das wäre doof. Mhm. Nächster Haltestag. Mhm. Wir fahren gleich weiter. Stadtpark können wir normal anfahren, ne? Ach so, ja, stimmt, das ist ja 8, ja. Ja, ja, ja. Oh Gott, hab ich schon vergessen. Alles gut. Stadtpark, Casa und Downtown. Und Flughafen. Ah, und Flughafen, ja. Nächster Halt, Strawberry. Mhm. Den kann ich jetzt aber auf Halt fahren. Mhm. Auf Sicht meine ich, warte. Mhm. So, ja. Auf der linken Spur bleiben. Mhm. Nächster Halt, Davis. Mhm. Ich auch auf Sicht. Mhm. Nächster Halt, El Büro Heiz. Mhm. Hast du jetzt ist mich jetzt so falsch gemacht? Nee, ich hab nur so gestimmt. Mhm. Also, okay. Mach doch gerne. So. Nächster Halt, Cypress Flats. Hm. Ja, das hört sich gut an. Nächster Halt, Rancho. Mhm. Ich hatte eine Gesundheit, ne? So hat er mir gehört, er nämlich gerade für den Fall. Ich hab die Hotline eigentlich. Ein anderes Hotline. Hm? Wahrscheinlich wegen Water One, nehme ich mal an. Achso. Also ich hab die LED 100 Hotline. Nee, Lanas Hotline. Hm?
Lanos hat die Hotline. Achso, dann hat er sich's genommen, weil ich hab die vorher nicht, wie ich. Im Dienst habe ich die genommen. Hier mal wegen Water One-Anmeldungen oder sowas. Ja, okay, ja, stimmt. Das ist auch schön, nochmal eine Arbeit weniger. Ja, hat keine Ahnung. Hört sich doch gut aktuelle an. Halt, Chamberlain Hills. Das ist für die Rohr, ist aber okay. Ich könnte oder zwei Gründe sogar nicht spielen. Weil ich doch streame. Nächster Halt, Los Santos International Airport. Weiterfahrt um 18.09 Uhr. 18.08 Uhr? Ah, 8 hat man. Ich habe es mir extra mal angeschaut jetzt. 9 waren es denn die Schuhe. Ja. Das ist ja schön. Hallo, herzlich willkommen. Also, Sie können schon einsteigen, wenn Sie wollen. Ja, perfekt. Geht's Ihnen gut soweit? Sie müssen ein bisschen lauter reden, sonst höre ich Sie nicht. Hallo, ja. Hallo. Seien Sie gegrüßt. Ja, hallo. Willkommen. Oh. Wie, das soll ich gleich machen auch, oder? Wenn du möchtest, kannst du das gerne üben, ja. Ganz üben, ja. Wenn ich was vergesse, dann musst du ergänzen, ne? Also dann, Sie sind gerade gelandet, oder? Frisch aus Portland, ja. Ah, super. Sorry, dann, ich bin noch ein bisschen so, ein bisschen in Gedanken vertieft. Weil ich hätte fast meinen Pass in Portland vergessen. Um Gottes Willen. Ach du meine Güte. Okay. Von daher bin ich erstmal froh, dass ich jetzt hier mal ein bisschen runterkommen kann. Ja. Das für eine geile Stimme. Ja, dann auf jeden Fall herzlich willkommen hier in Los Santos. Auch im Namen von Alice Transit. Sie haben ja schon Menschen kennengelernt. Bist du auch offen? Ich habe drauf geschaut auf ihr Handy. Bist du auch bei uns? Nee, das habe ich alles noch nicht so wirklich gemacht. Also. Ich bin nicht so der Digitalfreund. Der Mann hier vom Flughafen hat einfach gesagt, ich soll in den Bus am besten steigen und dann irgendwo hin, wo so. Ja, so City Administration, genau. Ja, genau so hieß das. Genau. Oh Gott, sitze ich hier im richtigen Bus? Ja, sie sind im richtigen Bus. Oh, Gott sei Dank. Genau, wenn Sie jemanden. Du bist Ryan! Wenn Sie in der Stadt sind, jemanden brauchen, einen Bus brauchen, dann. Ich weiß bei Baufall, welcher wäre es? Nummer an. Das ist die 100-100. Ja, sie finden eben auch auf diesem Venture unter Los Santos Transit Mitarbeiter, können Sie sich ja später mal anschauen. Finden Sie auch unsere Fahrpläne auch. Ja? Oh, ja. Ach, na ja. Da können Sie sich das auch mal anschauen. Los Santos Transit Mitarbeiter. Ach, alles gut. Im Zweifel warte ich eigentlich immer an so einer Haltestelle. Ja. Ich meine, irgendwann wird schon ein Bus vorbeifahren. Ja. Ne? Am besten dann aber immer erst bei der Leitstelle anrufen, damit Sie auch sicher gehen können, dass jemand fährt. Nicht, dass Sie dann umsonst warten. Ne? Oh. Ach so. Ja. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Ja, na, ein Glück, die Nummer habe ich mir schon eingespeichert. Ja, perfekt. Stand Gott sei Dank an dem Gebäude da dran. Ja, genau, da stehen die immer. Ja. Genau. Ich habe mich gerade mal zurück, ein bisschen. So. Ich hoffe, ich lenke sie übrigens jetzt nicht ab beim Nein, Fahren. Nein, das ist kein Problem. Okay. Das gehört auch zu unserem Service dazu. Nächster Halt, La Puerta. La Puerta, ist dann auch die Fahrschule hier links runter.
Wenn sie einen Führerschein schon besessen haben irgendwie in Portland, der ist leider hier nicht gültig, müssten sie dann bei der Fahrstelle nochmal neu machen. So muss ich hier raus? Nee. Oh, okay. Nee, das ist jetzt hier die Fahrschule. Ihr seid, wenn sie dann mal einen Führerschein machen möchten, sind sie dann hier richtig. Okay, alles klar. Die Haltestelle ist dann City Administration, ne? Die Haltestelle, wo sie raus müssen, die Administration, das sage ich ihnen aber auch nochmal dann. Das ist total nett. Dankeschön. Ja, gerne. Und ganz schön viele Einflüsse. Ich bin zum ersten Mal hier im Staate. Ah, okay. Ja, das ist am Anfang dann bestimmt ein bisschen wird mir erstmal ein bisschen reizüberflutet, ein bisschen erschlagen. Vor allem bei das trifft es eigentlich ganz gut. Ja. Aber besser als wie damals in Chicago. Ja. Da sind die aber mit anderen Gegenständen hinter mir her. Weiß gar nicht warum. Ja. Jetzt kommen wir zur Bushaltestelle Vespucci. Hier ist da auch bei der Bushaltestelle Vespucci, wenn Sie weiter hier entlang gehen oder am Strand entlang gehen, kommen Sie zu Just Ride. Das ist ein Fahrradhändler. Für die erste Zeit vielleicht ganz interessant, damit Sie ein bisschen mobil sind. Können Sie dort ein Fahrrad kaufen. Ich bin, was sowas angeht, eigentlich immer ganz gut zu Fuß. Ah, okay. Die zwei Schnuckel hier unten haben mich schon überall hingebracht. Perfekt. Die haben Fleisch. Wir wissen, wer dieser Spieler ist. Der ist ja geil. Streamt er zufällig? Der ist ja cool. Dann hier. Hier ist das ehemalige PD, Police Department. Das Police Department hat sich ein bisschen aufgeteilt durch die gesamte Stadt. Da gibt es für die einzelnen Stadtteile jetzt zugehörige Police Departments. Ja, auch wichtig, vielleicht haben sie es auch schon bekommen am Flughafen. Die Notrufnummer vom PD ist die 911. Naja, 911, genau. Und die Info-Hotline ist die 921. PD. Info also 921 war das? 921 ist die Info-Hotline, genau. 911 ist die Notrufnummer. Die Info-Hotline ist quasi für alle Anliegen, die jetzt keine Notruf haben. Genau. Deswegen wollte ich da nur sicher gehen, ne, dass ich da dann das Richtige, klar. Falls man erstmal nur mal so fragen will. Genau. Wenn sie außerhalb der Stadt ist, zum Beispiel, dann ist das Blaine County, ist die Sheriff Department. Blaine County Sheriff Department ist außerhalb der Stadt. Wir haben ja so ein bisschen auch so ein bisschen ländliche Gebiete hier auch auf der Insel. Macht sie aber gut, ihr Handy, muss ich sagen. Nächster Halt, Little Soul. Einfach Twitch geschlossen, ist man da, ne? Ein bisschen lost, jetzt aber ganz cool. Ich mach's ja auch ganz gerne. Die Haltestelle Downtown. Fände ich mit Tino teilweise ein bisschen. Downtown, das könnte für Sie auch interessant sein, wenn Sie hier rechts schauen. Das Gebäude ist deine Gebäude mit dem grünen Banner da davor. Das ist Dynasty 8. Dynasty 8 ist der mobile Makler. Falls Sie eine Wohnung suchen, dann sind Sie dort richtig. Dann können Sie einen Termin vereinbaren, Besichtigungstermin vereinbaren. Und dort eben auch Wohnungen mieten dann. Oh, alles klar. Okay. Sind die hier umgezogen? Oder was machen die? Beitante. Nee, Beitante. Achso, ja, ich sehe es auch gut. Hier rechts ist der Schlongberg Sachs Tower. Hier ist auch Venture. Sie müssen bei Venture ihren Account freischalten lassen. Das können sie dann hier machen. Rechts in dem Tower. Genau. Können Sie hingehen, vielleicht ist auch im Casa ist mal, also in City Administration muss jetzt gleich sich anmelden. Aber macht sie gut, ja, die ist manchmal gedacht, also. Auch Venture vor Ort. Müssen Sie mal nachfragen, falls Ihnen die auch zufällig ist, da können Sie gleich in einem erledigen. Okay, alles klar. Ja, ansonsten wäre das dann hier Schlongberg Sachs Tower. So, was gibt es noch hier in der Stadt? Wir haben natürlich auch ein FD, ein Fire Department. Beim FD ist die Notrufnummer die 913 und die Info-Hotline ist die 923.
Genau. 9, 2, 3, alles klar. 9, 2, 3, Info-Klein. Genau. Es gibt hier natürlich auch Hotels in der Stadt. Da ist gegenüber von der City Administration, wo sie gleich hinfahren werden, da ist ein Hotel. Gibt hier aber auch so einen Sozialdienst, das ist das Faceless Social Center. Wenn sie am Anfang nicht so viel Geld ausgeben möchten, können sie dort auch eine Sozialwohnung haben oder im Couchsurfing-Programm teilnehmen. Deswegen, ja. Da werden sie dann zu anderen Leuten, die sich bereit erklären, jemanden aufzunehmen, werden sie dann vermittelt. Ja, auch ist auch am Anfang das ist ja sehr, in dem Namen. Sehr ideal, weil das mit Dynasty, das kann unter Umständen mal ein paar Tage dauern, bis die Schlüssel da sind und so, dass sie dann nicht auf der Straße stehen. Ja. Naja, wie wäre denn das? Also, in einigen Staaten, wo ich halt war, da, naja, ich sag mal so, das wurde da nicht so gern gesehen, wenn man da irgendwo so Nacht campt quasi. Ist das hier auch so schlimm? Nacht campen? Sie meinen jetzt, wenn sie obdachlos sind oder was meinen Sie jetzt? Naja, wenn man jetzt so am Anfang jetzt noch nichts hat, dass man, ich meine, so. Aber dann bin ich ein bisschen überfragt, also ich weiß nicht, weißt du das, Thilo? Ja, ich meine, das ist eine große Stadt, also ich meine, ja. Es gibt halt, ich formuliere es mal neutral, viele Möglichkeiten, wie man hier übernachten kann. Ja. Naja, jeder wie er mag, ne? Ja, ja, und wie gesagt, ich bin ja sowieso so eine Naturliebhaber-Eigenschaft gewohnt. Von daher, also, ich habe mich da nicht so einfach mal draußen unter freiem Himmel zu nächtigen, nicht wahr? Ja. Ja, sie können bestimmt noch irgendwo zelten oder so. Vielleicht jetzt nicht in der Stadt unbedingt, aber wir haben ja viel Natur hier auch. Oh, das ist natürlich gut. Naja, nur jetzt ein bisschen auf die Zeit reden. Ja. Wir sind jetzt hier bei der City Hall. Hier links ist das MD. Wir sind jetzt gerade vorbeigefahren. Das ist MD. Medical Department. Dort können Sie auch einen Ersthilfekurs machen. Brauchen Sie einen Führerschein. Notrufnummer ist dort die 912. Wenn Sie da mal Hilfe brauchen, Notfall haben. Und Info-Hotline ist die 922. Alles klar. Raus, bin ich ja falsch gefahren. Ja, genau, ja. So, und jetzt kommen wir dann gleich zu Ihrer Haltestelle. Es ist die City Administration. So ungefähr, ja. Ja, wenn Sie obdachlos sind, auch gut von Nelly, ja. So. Wenn Sie jetzt hier gerade ausschauen, ja, sehen Sie das Gebäude. Dann merkt bei Haley auch, dass sie auch. Mit den Satellitenschüsseln geradeaus. Das sehe ich jetzt. Das Gebäude nicht. Geradeaus, das Sie ja sehen. Naja, da ist jetzt. Ach ja, jetzt kann ich hier rechts rausgucken. Ja, habe ich gesehen. Super. Da bitte hingehen und ein Konto öffnen. Kontonummer merken, das brauchen Sie jetzt, weil das ist die Administration. Ja. Und dann. Genau. Die sind da uns, die City Administration. Oh, okay, alles klar, dann danke. Guten Tag noch. Und kurze Frage noch, ich will Sie gar nicht länger aufhalten. Kein Problem. Den Geldautomat, also wurde mir ja auch noch empfohlen, dass ich das quasi digital eröffne. Genau, das ist da, wenn Sie jetzt hier zurückgehen und dann gleich nach links und dann immer geradeaus, dann kommen Sie direkt zu einem Geldautomaten. Da können Sie ein Konto öffnen, Kontonummer aufschreiben, ganz wichtig, das brauchen Sie dann. In der City Administration. Oh Mensch, ey. Wunderschönen Dank. Also, war auf jeden Fall eine informative Tour. Dann noch eine schöne Schicht, ne? Tschüss. Ja, wünsche ich Ihnen auch schönen Tag. Ciao. Tschüss. So. Ja, sehr gut. Ja, habe ich es gut gemacht. Ich habe sogar kein einziges Mal gespickt. Ja, aber gut. Also, da war es ein bisschen spezieller, ne? So von der Art hat man ein bisschen gemerkt, ne? Ja, deswegen habe ich ihn nicht gleich so zubombardiert mit den Informationen. Genau. Ja, okay. Und habe halt das ein bisschen langsamer gemacht. Ich finde, man musste immer ein bisschen auf die Leute auch eingehen. So. Ja, genau. In dem Fall nur war er alleine, da ging das auch, ne? Ja, klar. Ich muss nicht sprechen, wenn du jetzt so 3, 4, 5, 6, 7 Leute hast, ne? Aber. Ja, ich weiß, wir haben ein bisschen Zeit jetzt, oder sehr viel Zeit verloren. Macht nichts, das ist jetzt auf Sicht, ne? Ja. Alles gut. Aber hast du gut gemacht. Danke. Dafür, dass das jetzt mehr oder weniger so ganz spontan war, ne? Jo. Ja. Sehr schön. Ich habe halt schon öfters mal zugehört, halt, wo Kollegen mitgefahren sind, wenn ich nicht im Dienst war.
Kompass halt auch mit. Genau, ich habe es jetzt nicht ganz genau mitbekommen, ich habe jetzt auch ein bisschen in dem Auswahldaten mit drin war. Hast du die Bus-App erwähnt gehabt? Was habe ich erwähnt? Die Bus-App, hast du die erwähnt? Die habe ich, nee, die habe ich nicht erwähnt. Da mit dran denken, ne? Nee, leider, ach so, ach ja, ja. Hoffe, es ist erst einmal gut, wie gesagt, ne? Hm? Hoffe, es ist erst einmal schon ganz gut. Ja. Ich verstehe leider so schlecht, weil irgendwie das hier so laut ist, irgendwie der Motor. Okay. Wenn es soll, deswegen frage ich manchmal nach. Ja, alles gut. Also jetzt habe ich gar nicht. Ich neige auch gerne mal ein bisschen zum Schnellreden. Das ist halt auch nicht immer ganz so ein. Bin ich jetzt irgendwo drüber gefahren? Nee. Nö. Ja. Angehört. Ja, würde ich sagen. Nächste halt Universität. Dann fahren wir nächste Runde, falls wir keine Einreisenden dann mehr haben. Ein bisschen die Bedarfsseite an. Denk hier mittig zu fahren, ne? Ach ja. Also ich bin ja zwei, bin ich schon angefahren. In Vespucci bin ich noch nicht angefahren. Ist doch schon okay. Ja, das ist nicht, steht das nicht drin. Ich hab noch nicht geguckt, wenn man, ne? Ich weiß gar nicht, mit wem ich das gemacht habe. Ich. Chris oder so. Irgendjemand habe ich das gemacht. Also Terminal bin ich schon angefahren und. Ach, hier, ja. Anderen, den Pacific Bluffs. Pacific Bluffs, ja. Gut, aber das ist ja das ist gleich über der Nord, ja. Brauchst du nur noch Vespucci? Das war der einzige Punkt, der Vespucci, mir aufgefallen ist, ne? Hast du Vespucci, Vespucci Beach, nur Vespucci gesagt, ne? Da noch auf achten. Ach, das war Vespucci Beach? Ach ja, okay, ja. Genau, Vespucci ist der Bedarf. Ja, ja. Stimmt. Nächster Halt, Vinewood Hills. Nächster Halt, Vinewood West. Nächster Halt, Vinewood Boulevard. Nächster Halt, Vinewood Ost. Sehr gut, ja, da fahren wir nächste Runde noch den Bedarfszeit Wein Vespucci an und dann. Ja. Und dann? Dann kann dann passieren, ob du da noch bleibst oder so. Würde ich dann sagen, können wir nochmal einmal die Reise nochmal machen, ne? Das ist halt praktisch auch. Eine Reise nochmal machen. Genau, und dann, ja. Vielleicht sind ja noch welche da, jetzt haben wir es nochmal fahren. Können wir, wenn du bist, auch nächste Runde gleich nochmal machen? Oder dann wärst du eigentlich soweit durch. Nächster Halt, Mirko Park. Kann man den auch hupen? Ich weiß nicht. Ja, die hupen aber nicht zurück. Okay, nach 1000 Jahren machen. Bin ich dann Juniorbusfahrer? Ja. Ja, cool. Das hier hin, das hier nix. Ich hab's auch nicht gesehen. So. Nächster Halt, zentraler Omnibusbahnhof. Diese Fahrt endet hier. Bitte alle aussteigen.
Vielen Dank, dass Sie mit LST gefahren sind. Hm. Wenn jetzt mehr Linien fahren, würde ich sogar noch sagen, so Möglichkeit Umstieg in die Nord 1 oder so. Genau, wenn du es halt weißt, dass du in die Nord 1 gefahren wird, dann kannst du es sagen. Ne? Ansonsten kannst du dann auch sagen, ach, zum Beispiel, ne, Umstieg in alle in weitere Linien möglich. Ne? Ja. City 1 Anruf ZB. Mhm. Du hast so eine Wohnung mit so einer grünen Küche, ne? Ja, noch. Ich ziehe am Samstag höchstwahrscheinlich um. Ja, alles gut. Ich bin nochmal gerade interessiert. Achso, okay. Ja. Ja. Gerade noch, ja. Oh Gott. Korrigieren, ne? Muss ein bisschen vorfahren, das wird zu knapp, glaube ich. Ja, wirklich? Oder so, könnte auch gehen. Da glaube ich ein bisschen sehr spitz der Winkel. Na, ja, das geht. Wunderbar. Gut. Ja, hast du gut gemacht. Ja. Danke. Oh, wir sind sogar noch pünktlich. Ja, 3 Minuten haben wir noch. Soll ich dann eintragen? Ist schon. Ach, hast du schon gemacht, alles okay. Genau. Sind jetzt alle bei Brotterborn jetzt? Mhm. Super. Das ist Sieping, was wir kostenlos ein Brot da bei dir. Ja. Sehr schön. Ist eigentlich alles da? Theoretisch. Keine Ahnung. Habe ich die Notrufnummern richtig angesagt? Ja. Ja, die waren alle richtig. Okay. Genau. James Finley, Mark, Janos, ja. Ich hab's aber sogar ein Video zu gemacht. Zu diesem Artikel. Aber darf man mit Kettenhose schon fahren? Oder darfst du nur das? Ja? Weil irgendjemand hat mal gesagt, die Kettenhose ist nicht so. Wäre nicht so toll. Mit irgendjemand kann ich nicht viel anfangen. Weiß ich mal. Was. Irgend. Der eine, der auch eine Baggy-Hose anhat, ich weiß den Namen nicht mehr. Genau. Der so eine Baggy-Shorts anhat, weil ich so eine nicht gefunden habe. Dann habe ich ihn gefragt, ob ich mit Kettenhose fahren darf. Und er hat gesagt, nee. Nee. Da ist jetzt kein Problem drin, ehrlich gesagt. Gut zu wissen. Sollen wir alle ein bisschen Stock aus dem Arsch kriegen? Okay. Das kann ich. Gut. So. Nee, dann fahren wir weiter, würde ich sagen. Ja. Guten Morgen. Star City 1, Bus 02, 11 fährt. Mhm. Das ist ja auch schon gut, ne, mit dem Einlenken und Hindernis umfahren. Das ist auch schon ganz gut, wunderbar. Ja. Lauter reden, ne? Denk dran. Ja, das kann ich alles schon. Mhm.
Nächster Park. Genau, also die Runde bis Pucci anfangen und nochmal die Mini-Einreise durch. Wenn wir keine Einreise dabei haben. Dann machst du das einfach so. Und ich spiele dann Fahrgast. Jetzt, wenn wir Bedarfshalt jetzt anfangen, oder? Was meinst du? Meinst du jetzt? Was meinst du? Aber du gesagt hast, wir fahren jetzt den Bedarfshalt an, oder? Ja, genau. Bis Pucci und halt die Mini-Einreise machen. Ne? Nächster Halt Strawberry. Ich bin schon mal gleich total blöd jetzt gefahren. Ja. Egal. Ist ich schon zwei. Ja, das ist. Ja, okay, jetzt haben wir erstmal zum Flughafen. Schauen wir mal. Nächster halt Davis. Auch blöd. Na, so wird es aber nicht mit der Freigabe, wenn du die als Sophie fährst. Ja, ich bin da blöd hingefahren jetzt. Sorry. Sophie. Alles gut. Nächster halt El Burro Heights. Nächster Halt Cypress Flats. Nächste halt Rancho. Nächster halt Chamberlain Hills. Also ein bisschen, okay.
Ja, auf Sicht fahren können. Hätte ich auch auf Sicht fahren können. Ja. Hast du ja gleich Standzeit, ne? Ja. Nächster Halt, Los Santos International Airport. Weiterfahrt um 18.38 Uhr. Genau. Toilette! Was war denn das für ein komischer... Okay. Timeout? Wieso geht's auch noch nicht? Handoffs-Fehler habe ich auch noch nicht gehabt. Ist aber besonders toll, wenn sie gerade am Ausbildung machen sind. Jo, dann holen wir wieder ein. Ich hoffe, dass Heli das gehört hat.
Komm halt wie. Heute noch. Vier Minuten Verspätung, aber gut. Passt schon. Gott. Ja, wo bist du? Bin am Flughafen. Okay, ich komm angelaufen. Okay, gut, bis gleich. Gleich. Hallo. Hallo. So. Gut. Nur ein gereister Hahn. Nur ein gereister haben wir nicht, dann mache ich das jetzt. Oh Gott. Ja, okay. Voll fies dann wahrscheinlich. Nee, niemals. Oh nein. So. Also herzlich willkommen in Los Santos, auch im Namen von LS Transit. Mein Name ist Haley und ich werde ein bisschen was erzählen, was Sie zum Start alles brauchen. Gerne. So, Sie sind jetzt hier mit Los Santos Transit, dem Busunternehmen, unterwegs. Sie können uns erreichen unter der 100-100, das ist unsere Leitstelle. Das schreibe ich mir gleich mal auf hier auf mein Handy. Wenn Sie irgendwo abgeholt werden möchten und so. Ja. Sie finden auch unsere Fahrpläne auf Venture. Weiß nicht, ob Sie sich damit schon ein bisschen vertraut gemacht haben. Ja, nee, noch nicht so richtig. Was ist denn das? Nicht so richtig. Das ist das soziale Netzwerk hier und das finden Sie auf Ihrem Handy. Ja, fahren Sie gerade im Gegenfunk. Ja, das ist nicht so gut, glaube ich. Das ist so eine, so ein rotes V. Ja. Das ist da drauf mit einem weißen Hintergrund. Wenn Sie da drauf gehen, dann können Sie oben in die Suchleiste, in die Suchzeile, Los Santos oder Transit-Mitarbeiter eingeben. Transit, sagt sie. Transit-Mitarbeiter. Transit reicht, ne? Einfach nur Transit. Echt? Okay. Ja. Steht an, okay. Transit und dann finden Sie einen registrierten Benutzer Los Santos Transit-Mitarbeiter. Ja, hab ich. Genau, und da finden Sie dann die ganzen Fahrpläne auf in unseren ganzen Linien. Wo finde ich die? Dann müssen Sie weiter runter scrollen. Ah, ja, ja. Das sind so Bilder, das sind die Fahrpläne. Ah, ja, hab ich, ja. Schön. Da können Sie sich ein bisschen informieren, wenn Sie, wann die Abfahrtzeiten sind. Ja. Sie haben aber auch auf dem Handy so eine App mit Live-Verfolgung der Busse hier. Ja. Und zwar ist das so eine blaue App mit einem Bus drauf. Ja, okay, cool. Ja. Genau, da können Sie sehen im Live-Betrieb, wo die Busse gerade sind, also wenn Sie gerade irgendwo sind. Sie warten auf den Bus, dann können Sie da genau sehen, ach, da kommt der Bus jetzt gleich. Ja. Ne? Genau. Sagen Sie mal, was heißt denn hier? Das ist ja gerade 18:45 oder 46. Doch, bitte, ich hab's nicht verstanden. Was heißt denn hier? Hier steht ja 16 und 46. Was heißt denn das? 60:46? 16:46 steht hier. Also, was ist denn das? Das sind die Abfahrtszeiten. Das ist immer für die Stunde zum Beispiel jetzt, wir haben sie jetzt
18 Uhr, dann ist zum Beispiel Abfahrtszeit 18.46 Uhr oder 18.16 Uhr. Achso, okay. Genau. Ist ja gut zu wissen. Das soll man mir dazu sagen, damit es nicht ganz eindeutig ist. Ja, okay, okay. So, gut, gerade vorher waren wir. Ja. Wir kommen jetzt gleich zu runter zum Strand, zu Vespucci. Oh, das ist cool. Vespucci Beach. Ja. Die nächste Haltestelle. Wenn Sie da ein bisschen im Strand entlang gehen, Richtung Pier, also Richtung Pier, also so quasi hin sowieso raufgehen dann, hier geradeaus raufgehen, da kommen Sie zu einem Fahrradgeschäft. Das ist das Just Right. Da können Sie wo meinen Sie denn Job? Ich weiß, kenn mich ja nicht aus, wo ist hier der Pier? Ja. Das sage ich Ihnen gleich. Ja. Und zwar, wenn Sie jetzt hier zum Beispiel aussteigen würden, Sie müssen sicher aussteigen, dann gehen Sie einfach hier die Straße entlang rauf. Weil Sie können auch unten am Strand entlang gehen. Und Sie hier, und wo das große Riesenrad ist, das ist der Pier. Wenn Sie jetzt hier links, rechts, links schauen, gehen Sie hier zum großen Riesenrad. Sehe ich auch kein Riesenrad? Nee, sehe ich nicht. Auf der linken Seite? Nee, sehe ich nicht. Okay, da müssen wir ein bisschen weiter vorfahren. Aber wenn wir hier die Straße einfach raufgehen. Ach so, da hinten meinen Sie? Ja, genau. Und da in der Nähe, da unten runter, wenn Sie jetzt hier einfach weitergehen, kommen Sie zu einem Fahrradgeschäft, das ist Just Right. Da können Sie sich von Anfang günstig ein Fahrrad kaufen. Also, ja, günstig ein Fahrrad kaufen, damit Sie mobil sind zum Anfang. Okay. Führerscheine sind hier leider nicht gültig, falls Sie welche gehabt haben in Ihrer Heimat, müssten Sie dann neu machen, in der Fahrschule dann. So, hier kommen wir zum alten PD. Das alte PD. Die PD ist ein bisschen aufgeteilt worden in der Stadt. Es gibt jetzt fast in jedem Stadtteil ein eigenes PD. Mhm. Also Police Department. Da ist dann immer das Police Department zuständig, wo sie wohnen. Mhm. Genau, und die PDs sind auch eingezeichnet auf ihrer Karte mit so einem blauen Symbol. Die Notrufnummer vom PD ist die 911. Die schreibe ich mal auf, ja. Ja, müssen aufschreiben, mal Notrufnummer sind immer wichtig. Ja. Die Info-Hotline, wenn Sie jetzt keinen Notruf haben, sondern bloß eine Auskunft haben möchten, wenn Sie sich zum Beispiel dort bewerben möchten, ist die 921. 921, wunderbar. Ja. Genau. Oben, wir haben dann auch noch... Also Los Santos Police Department ist hier in der Stadt. Es gibt noch Blank County Sheriff Department. Das ist dann außerhalb der Stadt. Das ist hier so dann... es gibt hier noch ein paar ländliche Gebiete noch. Ja. Das wäre dann das Sheriff Department. Okay. Und jetzt kommen wir hier zu Little Seoul. Jetzt sind wir ziemlich in der Innenstadt jetzt drin. Mhm. So, die nächste Haltestelle ist dann Downtown. Downtown, okay. Downtown, genau. Downtown ist, da haben Sie jetzt hier geradeaus rechts. Da ist so ein grünes Banner davor, vor dem Hausband, wenn Sie das sehen. Ja. Da ist Dynasty 8. Das ist der Immobilienmakler, einer der Immobilienmakler hier in der Stadt. Da können Sie Wohnungen mieten, den Besichtigungstermin ausmachen. Ah, okay. Mhm. Und dann, genau. Wunderbar. Genau, und jetzt, wenn Sie jetzt dann rechts schauen, das große Gebäude hier an der Ecke, das ist der Schlongberg und Sachs Tower. Ja. Schlongberg und Sachs Tower. Da sitzt auch Venture. Sie müssen sich dann nämlich freischalten lassen für Venture. Ja, fahr, worauf wartest du? Achso, ich habe ja irgendwo fort. Okay. Nach rechts, ja, okay, ja. Sie müssen sich freischalten lassen, also für Venture, der Account muss freigeschalten werden, das können Sie dann hier erledigen. Im Gebäude. Genau, was haben wir sonst noch? Wir haben auch noch natürlich ein Fire Department hier in der Stadt, die auch für Notrufe, also wenn es irgendwie nicht da ist, auch für Notrufe auch dann eben genutzt werden kann. Weil die sie ja dann auch die erste Versorgung ins Krankenhaus bringen können. Soll man das so sagen? Nee, oder? Das musst du so nicht sagen. Nee, muss ich nicht sagen. Das Fire Department Hotline vor. Hat die Notrufnummer, die 913. Ja. Und die Info-Hotline ist die 923. Mhm. Okay. Genau. So, dann gibt es hier eine
Stadt auch noch einige Hotels, wenn es für einen Anfang bis sie eine richtige Wohnung haben. Es kann unter Umständen bei deinem System ein bisschen dauern immer. Achtung, dann... Wertung. Was? Wertung, keine Wertung. Ach so, okay, das habe ich vorher mich auch gesagt. Okay. Nee, nicht sagen, das ist eine Wertung. Ja, okay. Wenn sie noch keine Wohnung haben, gibt es ja einige Hotels in der Stadt. Nur von der City Administration ist zum Beispiel eins. Da fahren sie also dann auch gleich hin. Gibt aber auch hier die Möglichkeit, Sozialwohnungen zu bekommen über Face and Social Center oder an einem Couchsurfing-Programm teilzunehmen. Ist ja cool, oder? Wenn sie sich auch hinwenden, wie sie das möchten. So. Dann kommen wir jetzt dann gleich zum nächsten wichtigen Punkt, das MD. Das Medical Center, da ist die Notrufnummer die 912. Ja. Und die Info-Hotline die 922. Und das ist jetzt hier gleich gerade rechts. Das große Gebäude hier gerade. Also wenn Sie jetzt hier gerade schauen. Okay. Nee, hier wenn Sie jetzt... Ja, jetzt wenn Sie hier links schauen, das ist das Medical Center. Ach, links, okay, ist gerade rechts, ist auch ja, okay. Ja. Vorher war es noch rechts, jetzt ist links. Also jetzt hier links ist das Medical Center und hier rechts ist die City Hall, das ist jetzt die Justiz. Justizgebäude ist das. Okay. Genau. So, beim Medical Center können Sie zum Beispiel auch einen Ersthilfekurs machen, den Sie für den Führerschein brauchen, falls Sie einen machen möchten. So. Dann kommen wir jetzt dann schon gleich zur City Administration. Da wollen Sie wahrscheinlich raus, denke ich mal. Ja. Da können Sie Ihre Grundsicherung dann beantragen. Dafür brauchen Sie ein Bankkonto. Bankkonto können Sie öffnen an jedem ATM. Der nächste ATM ist jetzt hier, wenn Sie gerade ausschauen, das Gebäude mit der Antenne mit den Satellitenschüssel auf dem Dach. Wenn Sie da vorgehen, das sind ein paar Meter, da gibt es ein ATM, dann Konto öffnen einfach mit dem Ausweis und die Kontonummer ganz wichtig aufschreiben. Die werden Sie dann brauchen in City Administration dann. Wunderbar, wir brechen die Runde jetzt ab, jetzt fährst du ja geradeaus und dann links. Okay. Also hier die Nordanfahrt dann. Das wird sonst knapp. Ja, es ist halt schon, also... Ist es normal, dass bei der Einreise dann, dass man dann den Fahrplan nicht einhält? Ja. Ja, okay, gut, dann ist es so, passt ja. Also wenn es ja noch nicht so die Übung hat. Links? Links? Jetzt hier links rauffahren. Okay. Ah ja, stimmt. Das ist von der Nordlinie wieder. Genau. So, zwei Sachen sind mir aufgefallen. Zum einen bist du halt einmal in Gegenverkehr gefahren, das geht halt gar nicht, ne? Ja. Da bitte aufpassen. Und Infos waren soweit in Ordnung, ne? Ja. Was war noch ein bisschen drauf, war das wie ein FD, lass das ruhig weg, ne? Ja, das wusste ich jetzt nicht genau, ja. Genau. Ja. Und die Wertung halt. Und die Wertung bei deinem ist die weglassen. Ja. Ich würde sagen, machen wir vielleicht noch einmal. Wenn du noch Zeit hast? Ja. Okay. Wenn ich dann die Freigabe kriege, dann habe ich alles. Ja, genau. Wie gesagt, muss man auch Vespucci anfangen, das haben wir jetzt eben nicht gemacht, ne? Aus Zeitgründen. Ah nee, nicht da, das muss ich noch fahren, ne? Genau. Ach, die Einreise auch nochmal machen? Ja, genau, noch einmal. Okay. Ach, damit du halt Sicherheit bekommst, aber du bist noch nicht sicher, ja. Ne? Ja. Bin aber schon sicher, also doch bist du schon, aber so noch ein Feinschliff hier, bis klein ticken, feiner noch. Ne? So. Ja. Ist es schlimm, wenn ich dann die Haltestelle nicht ansage? Du kannst ja. Ich sag das halt immer so, also ich sag halt, jetzt kommen wir gleich zur Haltestelle so und so. Ja, genau, das ist genau richtig. Das ist ja genau. Also kannst du das besser in deine Rede mit einbringen, ja, als genau, mit den Gongen. Ja, genau, ich bräuchte mit Gong und das ist dann wieder dann, genau. Da bricht das Ganze halt so ein bisschen. Genau, so mache ich das auch. Okay.
Jo, machst du aber schon gut. Ne? Jetzt gut. Einmal alles komplett richtig und dann kriegst du auch die Freigabe. Das muss ich aber erstmal. Haben wir noch Zeit? Wir haben noch 4 Minuten, 3 Minuten Zeit. Ach Gott. Wo kann ich meine rauchen? Jo. Ich muss auch was essen. Dass jo. Ich jetzt zusammenklappe oder so. Das wäre nicht so gut. Na? Na? Hallo. Hallo. Was geht da bei euch? Hallo. Seid ihr fleißig? Wir sind ja, fleißig ich am Morgen. Ja, bald die Freigabe. Ja, sehr schön. Sorry, Tilo. Muss ich erstmal. Aber ihr fahrt jetzt noch weiter Ausbildung für die 1, oder? Eine Runde machen wir noch. Alles klar. Ich muss jetzt meine rauchen. Ich habe sogar schon als Einreise bei einem richtigen Fahrgast gemacht worden. Ja, sehr schön. Ja. Auch wieder also beim richtigen Einreisen Objekt. Dann so. Genau, auch Ausbildung. Am Objekt geübt. Ausbildung am lebenden Objekt, genau. Ja, cool. So, du fährst dann jetzt Nord-1 rein, oder? Ja, würde ich machen. Bist du heute schon mal Nord-1 gefahren? Bist du dann gar nicht gefahren? Nee, heute. Doch, aber ich glaube City nur. Ach doch, hier da. Komm, ich rufe von oben ab hier. Mit Bus. Bist du nachher auch noch zu warten, oder warst du da gerade? Nee, ich glaube, die sind genug. Hm? Nee, mitfahren, so halt privat halt so. Ich glaube, das ist wichtiger, dass wir ein paar Linien unterwegs haben. Ja. Ja. Aber ich, ja. Ich war ja heute schon mit Finlay unterwegs zum Bilder machen. Also, ich bin heute schon genug Boot gefahren. Ist nicht so meins. Ja, ich arbeite jetzt schon, ich bin seit 16 Uhr, bin ich jetzt im. Ich bin das jetzt eigentlich. 19 Uhr ist es jetzt gleich. Ich bin ja schon 3 Stunden jetzt. Dann kann deine Pause rennen. Genau. Muss ich jetzt eine Pause machen? Nee, muss kann ich nicht. Ja, kann. Nee, ich mache jetzt keine Pause. Du rauchst immer diese Raucher. Wieso? Es. Ja, normalerweise rauche ich ja was anderes, aber ich glaube, das darf ich hier nicht. Na, zumindest nicht, wenn du Bus fährst. Ja, dachte ich mir schon. Was du in deiner Freizeit in der Dusche oder Badewanne tust, ist ja dein Ding. Ja, das ist halt in Kanada erlaubt. Also in Kanada ist das halt egal. Mhm. Jo. Und da würde ich mal sagen, sitzen wir mal auf. Ja. Und dann geht es los. Ja, geht's viel Spaß los. Euch. Danke, hoffentlich haben wir keine Betriebsstörung. Ja. Ja. Wer ist auch noch jetzt? Jo, Ansagen brauchst du jetzt keine machen, ne? Also ich dann ganz normal nur die Mini-Einreise gleich, ne? Und jetzt kurz hier anfangen. Funken? Auch? Ja klar, das sowieso. Ja. 01 für die City 1 im Bus von 2.11 fährt. 15, Nord 1, Bus 8. Dann sagen keine, okay. Und dann bedarf es halt bis Putschi. Mhm. Und halt die Minienreise nochmal, ne? Und achte, wie gesagt, schön drauf, ne, dass du halt auch nicht Gegenverkehr fährst, ne? Das war gerade. Ne? Ja, das war, ja, das war auch nicht gut. Ja, los geht's. Ja, wieso fährt es so früh los? 19 Uhr. Ach, jetzt ist es bei mir auch 19 Uhr, ich bin immer noch. Okay. Oh, das ist manchmal so, ne, dass die Ohren nicht immer ganz so synchron sind, ne? Jo, sehr gut, ne? Hört langsam. Ja. Und ich habe keine einzige Betriebsstörung gehabt, also wo ich schuld war. Oh. Wollen die mit uns mitfahren? Ryan, warte mal kurz, eventuell wollen die da mit uns mitfahren? Check. Du auch? Warte. Ja, ich muss gerade hinstellen. Die Tür zu machen.
Ein wunderschönen Hallo. 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 Wir hätten mal eine Frage. Wir sind auf der Suche nach einem Hotel. Das soll hier irgendwo in unmittelbarer Nähe sein. Hier in der Nähe nicht. Sie können gerne mit uns mitfahren. Am Airport gibt es diverse Hotels. Die waren so teuer, oder? Wir brauchen ja Airport was günstiger. Oder beim, bei der City Administration. Ja, fahren Sie da lang? Ja. Wir fahren da lang. Okay. Die von Venture sagten uns, hier wäre auch ein Hotel. Meiner. Wir kommen so ruhig rein. Im Airport, die sind ein bisschen günstiger als die an Casa, ne? Dann lassen wir sie an den Hotels am Airport also hier raus. Einsteigen, der Bus vorne fährt nach Palito, da gibt es auch ein Hotel, aber ja. Airport, bis ich da wieder... Ryan, du kannst losfahren. Oh ja, das finde ich auch zu weit. Die beiden Herrschaften. Okay. Bleibt ja, steigen Sie ruhig alle mit ein. Kommen Sie bis in die Stadtrundfahrt. Ja. Ah ja, das wäre super, wenn Sie uns ein bisschen was erzählen würden. Selbstverständlich. Traumhaft, danke. Also, wenn Sie ein bisschen lauter sprechen würden, daher. Ja? Ja, perfekt, super. Gut, ich bin doch fast auf der Lachbank, deswegen. Also, okay. Was? Na, die Lachbank, ganz hinten. Lachbank. Das ist immer die Lachbank. Lachbank, ja, okay. Ich bin auch ganz hinten. Also die Hotels am Airport sind halt ein bisschen günstiger, ne? Als die am Casa. Das müssen Sie da wissen, ne, wo Sie halt raus wollen. Also ja, lieber am Casa, weil das ist ja näher dran zur Stadt. Wenn ich jetzt vom Flughafen wieder hier runterlaufen muss, dann kriege ich ja schon Muskelkater vom dran denken. Und es sollte eins geben, was günstiger ist, das war hinterm Casa. Ja, das ist günstiger, ja. Aber Sie sind jetzt nicht zu Fuß hier runtergelaufen, oder? Nee, wir sind mit Taxi gefahren. Okay, dann ziehe ich eigentlich ab. Wir mit genau diesem Bus hier. Ja. Die Hälfte so, die Hälfte so. Wahrscheinlich mit Ihrem Kollegen. Hat sie im Casa abgesetzt, da waren sie da schon. Ja, da bekommt man ja direkt Kopfschmerzen. Karies. Schau gerade mal. Ja. Reizüberflutung würde ich das nennen. Ah ja, genau, das hinterm Casa, das kostet auch $75. Das können Sie natürlich auch nehmen, ja. Das Quassenberg Hotel. Genau. Ja, dann. Ja, dann fahren Sie bis zum Casa mit, genau. Ja. Genau. Ich schaue dir doch noch einen Plan an. So, ja, ich erzähle Ihnen kurz noch ein paar Sachen, wo wir jetzt gerade eben waren. Wir waren gerade an der Haltestelle Strawberry. Dort gibt es diverse Unternehmen. Dort ist unter anderem das Alice Bandhaus ansässig. Wieder seine Sachen Pfandhaus, wo sie halt auch Gegenstände kaufen können. Dann gibt es dort das Vanilla Unicorn, das ist ein Nachtclub. An der Haltestelle Davis gibt es unter anderem ein Friseurgeschäft. Und jetzt erreichen wir gleich die Haltestelle Elbow Heights. Hier finden Sie, wenn Sie hier die Straße links runtergehen, eine Parallelstraße, das Fire Department erreichen. Da erreicht man unter der Notrufnummer 913. Und der Info-Hotline, wenn es keine Notrufe sind, 923. Genau, das ist 9, die Info-Hotline. Ja. Info-Hotline, Fire Department, ja? Genau. Okay, danke. Auch gleich eingespeichert. Fire Department 913. Okay. Oh. Als nächstes erreichen wir dann gleich das Industriegebiet Cypress Flats. Dort gibt es, wie der Name schon sagt, mehrere Industrieunternehmen. Unter anderem ist dort Wadis Brause ansässig und Rainies, der örtliche Getränkezulieferer quasi. Und hier gibt es auch Cypress Logistics, Import- und Exportunternehmen hier auf der Insel. Wenn Sie dann einmal auch die Kartbahn besuchen möchten, dann können Sie auch den Mid-Off-Side Terminal nutzen. Der ist hier die Straße links runter. Dort können Sie quasi die Kartbahn besuchen. Oh. Bedarfshaltestellen bitte immer, wenn Sie die anfahren, also hier zusteigen möchten, immer kurz vorher anrufen, 5 Minuten vorher über die 100 und den Halt anmelden. Mhm. Jetzt gerade eben an der Stelle Rancher. Ich halte dich halt Ansagen, Thilo, jetzt, ne? Alles gut, ich mach das schon. Okay, gut. Du kannst dann ab Airport die deine Sachen übernehmen. Ab Airport, okay.
Als nächstes erreichen wir dann die Haltestelle Chamberlain Hills. Hier haben Sie die Möglichkeit, die LT Davis zu besuchen, eine von mehreren Tankstellen mit angeschlossenen 24/7. Des Weiteren gibt es hier noch in etwas weiterer Entfernung Benny's, das ist eine Werkstatt, Tuning-Werkstatt und eine Lackiererei. Und Teddy, dann darfst du den jetzt übernehmen. Okay. So, jetzt kommen wir als nächstes zu einem Ort, den Sie bestimmt kennen. Nämlich den Flughafen. Ja, ja. Keine Angst, Sie müssen nicht wieder zurückfliegen. Das wär's. Gerade angekommen, überall gemeldet. Da haben wir einen kurzen Aufenthalt. Geht weiter um 19:08 Uhr. Und dann... Weil Sie sind ja vorher schon mit dem Bus, glaube ich, auch gefahren, oder? Haben Sie gesagt? Mhm. Okay, dann erzähle ich Ihnen das trotzdem nochmal, bis Sie noch Fragen haben dazu. Oder sollen einfach nochmal fragen. Dann, Sie haben das wahrscheinlich schon mal gehört, ja dann. Dann können wir... Können Sie vielleicht noch ein paar Fragen stellen, die Ihnen so auf dem Herzen liegen. So, jetzt haben wir hier Los Santos National Airport. Weiterfahrt um 19:08 Uhr. Mhm. So, ihr Lieben, ich würde mich tatsächlich hier einmal ausklinken, weil ein Freund noch nachkommen möchte irgendwann mal. Ich glaube, es ist gar nicht schlecht, wenn ich hier ein Hotel suche. Okay. Wir haben ja nochmal einen Getausch. Macht's gut, ihr Lieben, ja? Ja, tschüss. Ciao, ciao. Bis dann, schönen Abend. Mach's gut. So. Gut, dann nochmal herzlich willkommen in der Stadt in Los Santos. Wenn es dran sitzt. Alles dran sind, erreichen Sie unter der 100-100, das ist unsere Leitstellennummer. Mhm. Wenn Sie mal einen Bus brauchen oder Bedarfshaltestellen, wie jetzt mein Kollege schon gesagt hat, können Sie darunter auch anmelden, zum Beispiel der Terminal. Das ist zum Beispiel so eine Bedarfshaltestelle, da können Sie sich darunter anmelden. Sie haben bestimmt schon auf Ihrem Handy die Venture-App gefunden, ja. Das soziale Netzwerk. Dort finden Sie auch Fahrpläne. Unseren Linien. So, wie hieß das nochmal, wo man diese Fahrräder herbekommt? Die Fahrräder? Oh, warte. Das hatte ich mir aufgeschrieben. Just Ride. Just Ride, genau. Dann rufe ich da mal an. Ja, Barry ist gerade dringend. Ob die da sind? Nee, ich wollte eigentlich nur so durchhören, weil ich jetzt habe und so. Nee, alles gut, alles klar. Weiß ich Bescheid. Ich habe hier gerade mit Haley gerade Einreise 5-6 Fahrgästen. Achso, ja gut. Ja. Viel Spaß. Okay, ich werde mich daran bei dir. Venture ist auf jeden Fall so ein sein grüner Punkt bei Status. Ja, geöffnet. Hier. Noch wer lesen kann. Sie haben auch. Sie finden auf Venture unsere Fahrpläne auch. Mhm. Und der Los Santos Transit Mitarbeiter. Einfach über die Suchleiste Transit eingeben. Sie haben aber auch die Möglichkeit, das ist auch ganz gut, wenn Sie gerade irgendwo stehen. Sie haben so eine Live-Tracking-App für die Busse haben wir. Das ist so eine blaue App mit einem Bus drauf. Da können Sie genau sehen, welcher Bus jetzt wo gerade fährt. Ich glaube, hier hinten will jemand zu Just Ride, also vielleicht. Kommen wir vorbei. Da sind, ja. Ja. Genau, dann würde ich da mal aussteigen. Wir haben ja die Nummern ausgetauscht. Oh, ich glaube, du, Mary, ich komme gleich mit. Ja. Damit ich gleich mobil bin. Und dann kann man auch mit dem Fahrrad. Eben. Die Tasche kann man ja dann bestimmt einfach irgendwie auf einen Gepäckträger machen oder so. Und da habe ich schon mal viel wert, wenn man ein bisschen mobil ist. Das ist eigentlich eine richtig gute Idee. Da habe ich so nicht dran gedacht. Oder wollt ihr alle mitkommen einfach? Ja. Kommen uns alle gleich ein Fahrrad und sind dann die Fahrradtank. Perfekt. Machen wir direkt eine Radtour. Morgen fahren wir dann ein Motorrad, morgen Abend haben wir ein Auto, übermorgen fahren wir mit dem LKW durch die Gegend. Das glaube ich nicht. Wenn du bezahlst, klar. Sie dürfen gerne wo fortfahren, Ma'am. Also Sie müssen uns nur sagen, wo wir dann aussteigen müssen. Das sage ich Ihnen, das ist jetzt gleich. Weiß nicht, Tilo, was ist besser? Hier gleich, oder? Vespucci Beach. Aber den kann das System mit aufs Wetter anzufahren, ne? Ah, hier müssen wir aufpassen. Ja, leider die... Was sagst du? Vorne nicht so. Erst nach dem Bedarfszeit anfangen. Ne? Ja, du musst mir sagen, wo ich hinfahren muss. Das weiß ich nach der Stopp. Nach dem. Jetzt kommst du mal Stopp. Nach dem Stoppmarkierung. Ja, dann einfach nach hinten. Dann nach der Stoppmarkierung links. Ja, okay. So, wir machen jetzt einen kleinen Schlenker, damit sie auch was Neues sehen noch.
Mhm. Nicht, dass hier alles doppelt ist für sie. So. Und dann hier an der Kreuzung wieder links. Okay. Also hier dann nur nicht aussteigen, ich fahre sie noch ein bisschen weiter vor dann. Ja. Zum Erklären, die Kollegin macht gerade Ausbildung, ne? Deswegen haben wir jetzt noch den Zusatzzeit. Ja, alles gut. Ist auch so ein Zusatzfall. Und hier rechts an dem blauen Haus ist der Betriebswirt. Ja, ja. Kannst du dich mal probieren. Ja, ist ja. Auch so eine schöne Wohngegend, falls sie dort wohnen, dort abgeholt werden möchten, können wir sie dort auch abholen. Mhm. Und jetzt hier jetzt schön vorsichtig fahren bei der Kurve, die jetzt gleich hier kommt. Ist nämlich ziemlich eng. Und jetzt fahre ich? Genau, hier rechts. Hier rechts, okay. Hallo? Hier bleibt es nicht aus, dass hier in Gegenverkehr kommst, das geht nicht anders, wenn vor allem das Auto hier steht. Weil wir sind jetzt fast da mit dem Toilette. Mhm. CD1 Betriebsstörung, Vespucci. Wie bitte? Ja. Nee, danke schön. Just White hat mich gerade zurückgerufen. Sie machen jetzt in der Sekunde zu. Oh, ja, okay, dann hat sich das gut erledigt. Ja. Moin! Gut, dann fahren wir sie noch ein bisschen Kasa, würde ich sagen. Ja. Ist ja, ist ja eigenartig. Das wäre ja ihr Geschäft des Abends gewesen. Aber okay. Ja. Ja. Ja gut, natürlich, ja. Ich sag dazu jetzt mal nichts. Zumal du gesagt hast, du sitzt im Bus. Oh. Mann, ja. Ey. Und ich habe nicht gesagt, ich sitze im Bus. Wir sitzen ja, im Bus. Ja, also und da werden ja gleich vier. Ich glaube, wir sind vier, ne? Richtig? Und wir sind jeden Moment da. Ja. Eine bodenlose Frechheit. Gibt gleich mal Minusstern. Ja, direkt schlechte Bewertung. Kein guter Service, wirklich. Ja. Ja, jetzt mit dem neuen Venture-Account gleich Kommentare und schreiben. Und er hat mich auch total so abgeblockt. Also. Oh. Okay. Nicht mal, also so, ja, wir machen jetzt zu. Tschüss. So in der Art. Ja gut, das ist, ja. Nun. Haben die denn täglich geöffnet, dass man morgen nochmal hin kann? Info für dich, wir fahren rein, die Linie jetzt nochmal weiter aus Ausbildungskunden, ne? Toller Service. Und dann am besten auf Venture gucken, wegen wenn die auf ja, check. Nicht. Joa. Ansonsten kann ich immer noch ein bisschen Eigenwerbung machen, wenn das okay ist. Mhm, ja, also, gerne. Wenn Sie auch beruflich sich vielleicht für Busfahren interessieren, wir suchen noch immer kräftige Unterstützung. Also wenn Sie da Interesse haben, wir haben halt den 24-Stunden-Dienst, ne? Wo Sie halt hier Bus fahren können. Das ist halt vor allem für die Leute interessant, die einen flexiblen Job suchen, ne? Zeitlich ungebunden sein wollen. Es wäre so, dass Sie bei uns auch erstmal keinen Führerschein bräuchten. Den Busführerschein können Sie während der Ausbildung finanzieren. Autoführerschein brauchen Sie nicht, wenn Sie anfangen wollen. Was vielleicht mal so als kleine Randinfo noch. Okay. Genau. Bei Venture gibt es so viel zu erleben. Das ist richtig, ja. Ich muss mein Profil erstmal noch bearbeiten. Haben Sie, ist der Account schon freigeschaltet bei BRI? Ja, ja, da waren wir gerade. Mir drückt auf jeden Fall die Blase. Ich muss seit einer Stunde pinkeln. Oh. Ja, da schließe ich mich an. Deswegen wäre es so schön gewesen, gleich mit dem Fahrrad dann zum Hotel zu düsen. Hoffentlich erfinden wir da jetzt auch was. Ja, ich hoffe auch. Ja, sonst wie gesagt, ne, wenn das halt, wenn sie da, wenn alles ausgebuddelt sollte, gibt es halt gegenüber vom Casa noch ein Hotel, das ist ja deutlich teurer, ne? Mhm.
Oder halt müssen sie dann so nur den festen Zuschüssen vielleicht mal nachfragen. Da gibt es dieses Couchsurfing-Programm, ne? Oder halt, wie gesagt, den Weg dann halt bis zum Airport in Kauf nehmen. Wenn sie da nicht so viel Geld für ausgeben wollen. Was auch nachvollziehbar ist, gerade wenn man hier frisch auf der Insel ist. Oder halt wirklich bei deines Team nachfragen, ne? Da kannst du immer so ein, zwei Tage dauern. Die günstigen Wohnraum haben. Die Kollegin braucht ziemlich lange jetzt gerade. Dann machen wir mal Folgendes. Dann fahren wir sie dann direkt zum Casa. Info für dich, Ryan. Hey, die ist noch nicht vom Terminal zurück. Ich würde dann die Fahrgäste. Also wir würden dann die Fahrgäste, dann, die wir im Bus haben, dann direkt zum Casa bringen. Ja, verstanden. Danke für die Info. Würde so ein, zwei Minuten warten, dann würde ich sagen, fahre ich sie zumindest mal zum Casa. Okay, da kommt sie. Da kommt sie. Beziehungsweise, sie wollten ja zu dem Hotel direkt, ne? Mhm. Dann fahren wir erst kurz zum Casa und dann kann man sie auch in dem Hotel direkt rauslassen. Das geht auch. So, hey. Wir machen jetzt Folgendes. Wir fahren unsere Fahrgäste direkt zum Casa. Okay. Beziehungsweise, wir fahren erstmal das Casa, falls da noch irgendjemand stehen sollte. Und dann begleiten wir die Fahrgäste direkt zum Hotel mit dem Bus. Genau, es lohnt sich dann, alles gut. Was fährt sich der weiter geradeaus? Ja. Okay. Nord 1 weiß schon Bescheid. Okay. So, Just Ride muss jetzt niemand mehr, oder? Die haben geschlossen. Die haben geschlossen jetzt, aber auch. Ja, gerade angerufen und gesagt, wir haben jetzt zu. Ja, super. Immer noch geradeaus? Genau, ja. Geradeaus. Und dann siehst du hier oben dieses Vespucci-Logo, ne? Ja. Genau. Da dann rechts. Da dann rechts. Hier rechts. Sind die hier vorhin auch schon lang gefahren? Nee. Ja, das war jetzt die Ausbildungsrunde, die wir gemacht haben, damit sie die Kollegen den halt kennen. Geradeaus, oder? Links. Links. Ja, super, das hab ich so weit vorgefahren. Ja, alles gut, das war jetzt ein bisschen. Das ist jetzt nur ein Bedarfshalt, den wir normal nicht anfangen, auf Bedarf, wie gesagt. Und haben wir das Bus jetzt mal angefahren. Ah, okay. Wegen meiner Ausbildung. So bin ich Stoppschild überfahren. Super. Ja. Das ist da gerade das Ding gesetzt worden, das stand vorher noch nicht da. Richtig, das sehe ich auch so. Da waren gerade die Heinzelmännchen. Eindeutig. Ja, das haben sie auch alle gesehen. Super. Welches Stoppschild? Ja, eben, ja. Ich habe auch nichts gesehen. War der Ausgang falsch? Hier rechts. Ah, hier rechts, okay. Wenn die Polizei gekommen wäre, hätten wir einfach gesagt, ja, wir drehen jetzt am Rad der schlechten Ausreden. Weiter geradeaus? Oh. Oh, das sieht aber verlassen aus. Dann ja, ist PD ist das. Okay. Jetzt gibt es mittlerweile überall im fast jedem Stadtteil ein eigenes PD. Links? Das sind ja. Sehen Sie auch auf der Karte so ein blaues Icon?
Wenn sie über die PDs dann. Notrufnummer ist aber die gleiche, das ist die 911. Hm. Okay. Was ist mit dem hier? Warum ist das so verlassen? Thilo? Ich war doch noch nicht da. Was meinen Sie mit verlassen? Es sah jetzt nicht so. Was meinen Sie? Wie die, an denen wir gerade vorbei sind, da waren Absperrungen und. Ja, da gab es einen Anschlag drauf, deswegen ist das verlassen. Oh. Ein Anschlag? Ein Anschlag. Also ein Terroranschlag. Sie Nein. sagen, dass das doch das nichts wäre. Ja, wir kommen in Los Santos. So, dann links. Ja. Können wir nochmal zum Flughafen fahren vielleicht? Nee, sie bleiben jetzt hier. Links. Achso, ja, wo geht das öfters, weil sie das so locker runterreden? Oder? Ich muss jetzt gerade die Kollegin kurz mal leiten, weil wir vorher mal so nicht lang. Ne? Genau. Raus. Fahren wir zu dem günstigen Hotel. So, und dann ist das Hotel ja geradeaus, ne? Was jetzt vor uns ist. Auf der gegenüberliegenden Seite, ne? Ja, ja, das weiß ich, wo man hinfällt. Ja, so, genau. War ich schon mal. Soll ich gleich rein, reinfahren oder aus. Seite aussteigen? Okay. Da steht sogar jemand und wartet. Mensch. So, genau. So, genau. Also hier, und wenn Sie jetzt hier die kleine Straße, wo der hersteht, reingehen, da ist das Hotel dann. Super. Okay. Gehen Sie dann vielen herzlichen Dank. Genau. Dann noch einen schönen Aufenthalt. Genau. Machen Sie es gut. Tschüss. Oh. Okay, Entschuldigung. Vorsicht. Achso, du hast auf Taxi gewartet. Okay. Bitte uns ein Taxi. So, genau, und dann kannst du jetzt wieder zurück zum ZOB fahren, ne? Mhm. Ja. Das war natürlich jetzt ein bisschen dumm, ne? Ja. Ich fahr jetzt. Fahr ich da jetzt? Ich kann jetzt hier abbiegen, ne? Nee, nicht hier durch diese engen Straßen. Nee, okay, dann fahr ich geradeaus. Mhm. Dann fahr ich wieder bei Vespucci PD, dann. Danke. Oder? Okay. Oder direkt über den Highway gedacht, ne? Stimmt, kann ich auch machen, ja. Ja, das war jetzt total doof. Das kannst du jetzt quasi hier. Ja, so wie immer, ne? Über das Gucci PD und dann. Mhm. Wir beide in unserer Ausbildung, ne? Das ist immer was Besonderes. Ja. Ja. Weißt du noch, letztes Wochenende, glaube ich, war das mit unserer Betriebssteuerung in Downtown? Ja. Das war echt jedes Mal immer schön abwechselnd. Nord 1, Ankunft ZOB. Man kannst du dir merken, wenn du halt mal so abbrechen musst, immer auf großen Straßen bleiben, dann nicht in so einer beiden zweispurigen Straßen rein. Also das mit dem Bombenanschlag, das darf ich schon sagen, weil ich wusste jetzt nicht, ob ich das sagen darf. Alles gut, darfst du sagen. Klar. Okay. Deswegen habe ich dich gefragt. Nicht, dass ich, ja. Dann fahre ich jetzt über Autobahn. Genau. Sind wir letztes Mal nicht auch mit dem Bus gefahren? Kann sein, ja. Die ganzen Betriebsstörungen hatten. Ich glaube, das liegt am Bus. Aber es ging ja heute, ne? Ja, Betriebsstörung schon, ja. Ja, vor allem, was willst du da sagen? Ich meine, das war halt immer ein Anschlag so. Was, ja. Was willst du machen? Und jetzt habe ich den Tempolimiter drin mit 50. Aber ich will ihn jetzt ja, nicht rausnehmen. Ja, das ist alles nicht so lange. Na, also. Ich bin jetzt eh nicht so derjenige, der jetzt so die große Emotion da hat, ne? Da müsste ich Leute, glaube ich, noch dran gewöhnen, dass so ja, war halt ein Anschlag so. Ja. Willkommen in Los Santos. Das ist so. Okay, gut. Dann. Ja. Willkommen in Los Santos. Ja. Da war ein Anschlag, willkommen in Los Santos. Ja. Dein Boot ist noch nicht überfallen worden, sind wir am ersten Einreisetag hier. Ich bin schon zweimal überfallen worden. Das hat dann meine Einreisende gehabt, die ist, zwei, also innerhalb der ersten ich würde das zwei. Ich auch für Einreise sagen, seien Sie froh, dass Sie nicht überfallen worden sind. Die ist innerhalb von ihren ersten zwei Einreisen schon zweimal überfallen worden, also. Echt? Ja. Krass.
Ich mir auch so, würde ich machen, diesen Flieger nämlich wieder verpissen so. Stell dir vor, du hast dein ganzes Geld noch nicht eingezahlt, dass du ja Bar dabei hast. Ne. Hui. Sind die 1 Ankunftszettel? Wahrscheinlich auch 2 Spuren. Und achte bitte darauf, wenn du die Warnblinker an hast. Du fährst für die ganze Zeit mit Warnblinker an. Ach, okay, die ja schon wieder, okay. Ja, jetzt sind wir eh schon da. Kann euch sagen, ne? Ja, ich hab's gar nicht mitbekommen, ja. Ich würde mir dann gerne gleich noch eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken und dann. Hm? Hast du noch Bock auf eine Runde oder sagst du, reicht für heute? Nee, ich will das jetzt heute machen. Okay, gut. Ich bin jetzt so kurz vom Ziel, dann müssen wir morgen wieder von vorne anfangen, sonst. Also, wie gesagt, Bedarfshalt haben wir jetzt gemacht. Ja, genau, nur nochmal die Minienreise jetzt dann. Gut. Und dann ist es. Hallo. Hallo, ich bin wieder da, Dilo. Willkommen zurück. Mich war echt lustig. Na? Wieso? Wie geht's bei dir weiter? Wir machen aber das hier die 1. Das war gerade, ja, sehr chaotisch. Wieder gehört das. Alles klar. Dann fahre ich jetzt noch eine Nord 1 und dann hatte mich Lanos darum gebeten, in der nächsten Runde die City 2 zu fahren und die Alan Luperto abzuholen. Jo, alles klar. Was mache ich? Fahr ich nur Nord 1 oder City 1, Tilo? Alice, du kannst nicht mit uns mitfahren, dann kannst du ein bisschen die City 1 kennen. Ich denke mal, Nord 1 kennst du jetzt ja schon, ne? Ganz gut. Ja. Kannst du einreisende spielen? Viel Spaß, naja, genau. Also wenn keine Einreisenden, dann können wir ja auch Einreisende spielen. Hello. Hello. Aber ich brauch noch die Träger, ich brauch die Dings noch, die. Genau. Das letzte. Barry, hast du Bock, eine Runde Heli zu queren? Nein, war doch nicht. Ja, ja. Der hat jetzt was? Ich würde nur eine halbe Runde quasi schaffen bis La Puerta. Ja gut, das hilft uns nicht so viel. Es rentiert sich nicht. Passt schon. Weil ich eigentlich in 20 Minuten Matt auf der Water One ablösen muss. Okay, gut, nee, das ist richtig. Na gut, dann quälen Alice und ich. Nein, das geht, das passt schon. Mann, wieso ist es bei mir so kompliziert, ey? Geh schon mal eh nach Richtung hinten, nein, ist auf meinem Rücken. Darf ich dann auch eine andere Rolle spielen? Ja, du darfst eine andere Rolle spielen. Er hat 5 Fahrten auf die 1. Aber bitte mit Haley ein bisschen Piano. Wir haben halt schon wieder. Nicht übertreiben. Warum mit mir ein bisschen Piano? Wieso? Naja, weil wir schon jetzt wieder 3 Runden, ne, mit schwierigen und so. Was tue ich? Habt ihr denn schon das Fahrtenbuch eingetragen? Was tue ich? Sorry, was? Hä? Ich hab dich jetzt nicht verstanden. Wir fahren das mal los. Ich hab dich jetzt nicht verstanden. Was meinte er? Weil wir schon wieder 3 Runden Stresseinreise hatten mit ständigen Störungen, das meine ich. Deswegen musst du bei dir nicht übertreiben. Ich mach ganz sanft und vorsichtig und passe auf Haleys Popo auf. Die schüchterne Passagierin. Ich bin gleich bei euch. Ich komme mit. Nicht super. Okay. Barry kommt mit. Sehr gut. Nee, ich bin eine alte Frau, die nicht so gut versteht, aber in humanen Sachen, ne? Also. Okay. Gut. Was haben Sie gesagt, junge Frau? Kann ich das nochmal wiederholen? Ich glaube, ich habe das nicht so ganz verstanden. Ja. Okay, so viel zum Thema Piano. Wer wartet jetzt noch kurz auf Barry? Wenn ich das überlebe. Dann hast du dir die Freigabe verdient. Ja. Ja, wie gesagt, ich mache Human, ich übertreibe es nicht. Ich frag mal ab und zu ein paar Sachen so, aber. Du bist eine Taubstumme. Ich wollte das in ADP eintragen, genau. Kannst du mal CD 1 einstellen? Hab ich. Nee, ich meine, Haley. Achso. Zielanzeige? Was habe ich gemacht? CD 1 einstellen? Zielanzeige? Achso, ja. Nein, hab ich nicht. Ja, herzlich willkommen in Los Santos.
Ja, guten Tag. Ich bin eben gejoggt. So wie Thilo gerade. Da war ein Bombenanschlag. Herzlich willkommen, Los Santos. Thilo, Frage, soll ich Mitfahrt einschreiben oder Ausbildung bei CD1? Ausbildung. Alles klar. Ja, ne? Aber Ansagen muss ich auch Ansagen machen. Nee, alles gut, passt nicht. Okay. Ich dachte, wir machen jetzt Abnahme. Ja, aber das kann sie schon. Ist gut. Oder willst du ganz hardcore machen? Oh Gott. Ja, wenn. Also eigentlich. Also oh nach Gott, meiner Ansage von immer Sonntag. Das Pech, ey. So. Also nach meiner Ansage von Sonntag, wieso, was ist Ansage von Sonntag? Ach so. Ja, mit bitte denk dran auch Ansagen zu machen. Ich kann schon Ansagen machen. Frage ist dran. Nur bei der Einreise, da mache ich das anders, okay? Okay. Nächster Halt, Stadtpark. Ich fange meine Rolle aber erst am Flughafen an, oder? Ja. Okay. Thilo, ja. was machen wir? Ich war gerade Wolfgang. Ich würde jetzt ganz gerne mal, wieso hab ich immer das Glück, ey? Ich würde jetzt ganz gerne einmal mit dem Herrn Richmond, Oh Gott. Finde ich, mache jetzt gerade kurz mit Thilo Ausbildung. Du kannst schon mal zur Richtung Yachthafen, Matt weiß Bescheid, ich krieg dann von. Komm ein bisschen später zum Yachthafen wahrscheinlich. Nächster Halt Strawberry. Ja, ich bin auf City 1 gerade mit Thilo Haley quälen. Ja, sag's nur, wie es ist, ne? Haley quälen. Ja, hier muss ich ja sagen, so würde ich mich gar nicht wohlfühlen, Ach, ich geh kacken, ja gut, dann. Nee, du gehst kacken. Also. Gehst du kacken oder nicht kacken? Kacken. Ja gut, kacken. Einen weißen kriegst du, aber doch kommt. Wahrscheinlich von. Der geht nicht kacken. Achso, toll. Okay, ja gut, sag ich Bescheid. Sag doch nicht so komische Sachen, Barry, wir sind alle verwirrt. Bis dann. Ciao. Nächster Halt, Davis. Alles klar, ich muss kacken. Oder kacken. Okay, jetzt sagen Sie mal, warst du schon mal beim Internisten damit? Mit dem kacken? Was? Sagen Sie mal, Frau Busfahrerin, also hier sieht es ja wirklich aus, diesen. Also, wird man sich hier irgendwie abzählen oder sowas? Das ist ja widerlich hier. Ach. Man gewöhnt sich an alles. Okay. Okay, also sagen Sie, das ist doch Bazillen. Aber das hat doch nicht angefangen jetzt, oder? Was bitte? Das hat jetzt noch nicht angefangen, oder? Diese. Ich bin gerade in der Rolle. Was? Also Jonathan, jetzt pack doch mal deinen Stock aus dem Hintern. Was ist denn? Nächster Halt, Elbogenheiz. Ja, also. Was sind für ein Stock aus dem Hintern? Was sind das für Ausdrücke? Also der klemmt doch echt tief. Ja, da stehe ich drauf. Ich hasse euch, ey, ich sag's euch. Oha, was beleidigst du jetzt die Fahrgäste? Was soll der denn? Also echt, ey. Ja, also. Nee. Ich also das gab's damals zu meinen Zeiten nicht. Da hat man noch mit Respekt behandelt. Ja, also, das ist ja. Behandelt? Ja, ja. Das Amt, ja, also sind Sie Arzt? Was haben Sie denn behandelt? Ja, Also, wissen Sie, das war noch zu den ganz alten Zeiten. Ich habe alles behandelt. Ich war auf dem Land, da habe ich erst die Schweinegeburt gemacht, dann habe ich noch die normale Geburt gemacht von irgendeiner Frau und dann habe ich danach dann noch irgendein Rindvieh geholfen, den Darm wieder reinzuschieben. Aber Rindvieh hatte einen Darmvorfall. Und dann habe ich das Ding halt wieder eingeschoben. Nächster Halt. Cypress Flats. Sie redet aber schon von Menschen, oder? Nein, von einem Rindvieh. Ach so. Also von Menschen, okay. Nein, das war das andere Rindvieh. Da habe ich nur die Geburt vorher gemacht. Also wenn wir genug Zeit haben, steige ich am Flughafen kurz aus, stecke wieder ein und dann bin ich Oma. Kannst auch so Oma sein, aber in die Rolle gehen. Fuck. Kannst du jetzt schon die Oma sein? Also, außerdem, seit wann dürfen denn Azubis andere Azubis ärgern? Nächster Halt, Rancho.
Ich weiß auch nicht, was mit diesem Busunternehmen los ist. Also. Busunternehmen. Die lispeln ganz schön. Busunternehmen. Jetzt war ich nicht auch, ey. Aua, 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 aua. Was macht sie denn da schon wieder? Oh, ich habe mich mit meinen Fingernägeln am Popo gekratzt. BMI. Ja, was für ein Ei? So. BMI. Also wenn es am Hintern juckt, das BMI. Kann ganz gut Hämorrhoiden sein. Dann habe ich auch, ich muss auch noch eine Hämorrhoidencreme holen. BMI. Ja, das passt ja ganz gut zu diesem Stadtteil hier. Ja. Was? Ja, ich kratze mir am Popo und dann rieche ich an meinen Fingern, ganz normal. Das ist ja widerlich! Hey, das ist hygienisch! Damit kann ich rausfinden, ob mein Po sauber ist! Das hört sich tatsächlich nicht gesund an. Nein, das mache ich natürlich nicht. Ich kündige. Schon wieder? Verständlich. Ja. Gut, dass die Kündigung schriftlich sein muss. Das ist ja kein Problem. Tilo. BMI heißt übrigens too much information. Also, manchmal frage ich mich, was wir getan haben, um an diesen Punkt zu kommen. Nächster Halt des Landes International Airport. Geplante Nachtfahrt um 19.38 Uhr. Ja, so quasi jetzt. Sind so verspätet. 19.37 ist es bei mir. Ja. Haben Sie vielleicht eine falsche Uhr um? Das kann natürlich was, sein, ja. Eine Oma aus Sachsen oder was? Ich spüre doch gar keine Oma. Ich muss erst aussteigen und wieder einsteigen und dann bin ich die Oma. Ich muss mich erst in meine Rolle reinsetzen hier, ja? In deine Rolle reinsetzen, okay. In meiner. Lass mich, ich bin von meiner, in meiner Jugend vom Wickeltisch gefallen, Mann. Jetzt merkt man gar nicht. Okay, warte, warte. Nur mehr als einmal, oder? Schnauze! Hallo! Hallo! Bitte einsteigen! Ja, wo bin ich hier eigentlich? Wir sind hier in wunderschönen Los Santos. Achso. Ich hab einfach Flug gebucht, ne? Oh, hallo Gisela! Nein! Du schon wieder! Ich bin doch extra vor dir abgehauen! Die sind alle heute heißen? Angekommen hier in der Stadt. In ja. Der Stadt. Ja, ich bin okay. Neu hier. Super, dann ich bin eigentlich schon seit 20 Jahren hier, aber das Alzheimer macht es nicht so einfach. Ah ja, das kenne ich ja. Ich also entdecke diese Stadt immer gerne wieder aufs Neue. Auf dem Namen von Alice Dramsitz. Mein Name ist Hayley. Wir werden ein bisschen was über die Stadt erzählen. Hallo, guten Tag. Guten Tag, gnädige Frau. Jetzt hör doch auf, reinzulabern, die arme, dumme Frau. Bitte, du bist doch die arme, dumme Frau. Warte. Jetzt reicht's aber. Reden Sie einfach weiter, meine Gute. Haben Sie einen schönen Flug gehabt? Ach, war ein bisschen anstrengend. Mein Rücken tut ein bisschen weh. Ja, okay. Zumindest ein bisschen, weil ich sehr verdammt scheiße stark, gut. Aber gut. Hier, Alice. Bei Alice Transit haben wir eine Leitstellennummer, das ist die 100-100. Wenn Sie mal einen Bus brauchen. Ich halte mich jetzt mal zurück, lass die beiden mal machen. Einfach die Nummer wählen. Eis zu viel. Dann können wir sie dort auch holen. Mhm. An der Haltestelle. Generell, wenn Sie Informationen haben, möchten Sie halt zu den Haltestellen. Finden aber auch die Fahrpläne auf Venture. Weil sie schon mal getraut gemacht haben damit. Venture ist das soziale Netzwerk hier im Staat. Ach, diese sie auf bösen sozialen Medien. Ja. Finden Sie auf dem Handy so eine App mit einem roten V. Was für ein Apfel. Mit einem eine App. Eine auf dem Handy. Oh ja, die App. Ja, ich sehe die, ja. Genau, ja, wenn was Sie ist, da drauf drücken, dann können Sie oben in die Suchleiste eingeben Transit. Aber mir steht da nur Willkommen auf Venture. Genau, und dann ist oben. Weiß nicht Sie mit dann, Suchleiste. Verarschen wenn Sie dann mich? Auf, wenn Sie auf der rechten, ne, auf der linken Seite ist so eine, ja, so eine Auswahl, da steht live. Ach. Ach da, okay, gehen Sie dann auf live, genau. Dann können Sie oben eingeben Transit. Mhm, mach ich mal. Hab ich. Hab ich gefunden. Suchen Sie unter registrierten Benutzer Los Santos Transit Mitarbeiter. Hab ich, ja. Und da finden Sie die Fahrpläne von uns. Geführt von Barry Clarkson.
Genau, das ist unser... Das hört sich echt nach einem Arschloch an. Ja, ich glaube auch. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz schnicker Name, du. So, finden Sie die Fahrpläne? Ja. Sie können aber auch, Sie haben auch eine App auf dem Handy, da können Sie die Busse in Live-Zeit verfolgen. Das ist so eine blaue App mit einem Bus drauf. Da sehen Sie ganz genau, welcher Bus gerade fährt. Das ist eine Live-Map, welcher Bus fährt, wo er gerade ist. Wenn Sie gerade einen Bus jetzt brauchen, können Sie da wunderbar sehen, wo der Bus gerade ist, den Sie brauchen. Ja, was fahren wir hier gerade? Ich fahre jetzt hier mit der City 1. Wir fahren Sie jetzt zur City Administration, da können Sie dann Ihre Grundsicherung beantragen. Grundsicherung, was bedeutet das? Ist das wie Rente? Ja, so ähnlich. Sie bekommen halt täglich Geld. Okay. Genau. Wir sind jetzt hier an der Haltestelle Vespucci Beach. Ich weiß ja nicht, wie rüstig Sie noch sind. Wenn Sie weiter hier geradeaus schauen und weiter geradeaus gehen, haben wir einen Fahrradhändler, das ist Just Right. Oh, stopp, Fahrradfahren kann ich nicht. Die ganze Zeit geradeaus. Bitte. Fahr kaufen, Sie können dort aber auch einen Roller kaufen. Roller? Oh, genau. Das ist doch was für mich. Das ist dann vielleicht ein bisschen, das ist auch ein kleines bisschen teurer, aber es lohnt sich auch, einen Roller hier zu kaufen. Alles klar. Dann rolle ich mit meinen Freunden durch die Hut, oder wie? Genau, zum Beispiel. Cool. Ich habe zwar noch gar keine Freunde, aber passt schon. Ja, Sie finden bestimmt Freunde hier in der Stadt. Ja, bestimmt. Hier rechts sehen Sie das ehemalige LSPD. Mittlerweile ist es ein bisschen anders aufgeteilt. Jeder Stadtteil hat sein eigenes PD. Ja, okay. Das ist dann auch das PD, das für Sie zuständig ist. Cool. Wenn Sie... Was macht der denn da, die Rowdy? Ja. Unfassbar. Das, was Sie zuständig ist. Die Notrufnummer vom LSPD ist die 911. Die am besten irgendwo abspeichern im Handy. Ja, mach ich mal gleich. Falls Sie mal die Polizei brauchen. Wie war das? 912? 911. Oh, okay, gut. Danke. 912 ist die, das ist die, Moment, ich muss kommen. Das ist die, die Info-Hotline. Falls Sie irgendwie so Fragen haben, jetzt keinen Notfall haben, sondern eine Frage haben, dann können Sie 912 rufen. 912, ist das nicht normalerweise die? 921, Entschuldigung, ja. Ja. 921 ist das die Info-Hotline. Wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren jetzt gleich nach Little Seoul. Aha. In Seoul gibt's hier gegenüber von der Bushaltestelle ist das Genki's. Das ist ein asiatisches Restaurant. Wie in deiner Stadtname auch sagt, Little Seoul. Gibt es natürlich hier auch viele Asien-Restaurants. Kann man da gut essen gehen? Ja, sehr gut, auf jeden Fall. Ja, also man kann hier gut essen gehen, man kann in anderen Restaurants aber auch gut essen gehen. Müssen Sie selber entscheiden, jeder Geschmack ist ja verschieden. Ja. Also asiatisch ist mir immer zu scharf, das brennt mir immer direkt die Butze weg. Gibt ja noch andere Restaurants auch noch. Glauben Sie, ich sage Ihnen, scharfes Essen und Hämorrhoiden, das verträgt sich nicht. Das, das tut weh. Ich gerade aus, sehen Sie auf der rechten Seite Dynasty 8. Den grünen Banner davor. Jetzt sind wir hier an der Haltestelle Downtown. Da können Sie, das ist der Immobilienmakler in der Stadt. Ja, der Immobilienmakler. Da können Sie Wohnungen mieten, Besichtigungstermin ausmachen. Genau. Aber hier steht ja noch ein Bus. Ja, der ist sehr, sehr schön, ja. Ja, das ist von einer Werbefirma. Hier in dem Schlomberg Sachs Tower. Hier ist es zum Beispiel auch Venture. Da können Sie Ihren Account bei Venture freischalten lassen. Ja, und ich muss, was muss ich denn dafür einen Account machen? Sie müssen auf Venture einen Account anlegen, mit Ihrem Namen am besten. Dieser moderne registrieren lassen. Registrieren. Da geben Sie an den Vorname, Nachname. Ich glaube, Geburtsdatum war noch gefragt. Und dann sind Sie dann registriert und dem Account müssen Sie aber Venture nochmal freischalten lassen. Alles damit klar. Sie dann zum Beispiel auch Mails empfangen können, Mails schicken können. Irgendwas posten können, sich ihr Profil anlegen können. Ja. Okay, weiß ich Bescheid. Das ist mir alles zu modern, dieser Scheiß. Ja, wir macht dann diesen sozialen Brief nichts zu tun haben. Ja, ja. Ich habe übrigens den Namen des Herrn hinter mir nicht verstanden. Wenn es sein muss. Welchen Namen? Den Namen vom dem Herrn hinter mir. Ich bin der Alexander, ja.
Hallo Herr Alexander, wie alt sind Sie denn? 50. Oh, okay, alles klar, weiß ich Bescheid, dann sind Sie viel zu jung. Ja. Niemand ist zu jung für mich, ich suche mir mein Alter selber aus. Aber jetzt sagst du dir die Dinge auch immer. Du wirst dir wieder einen Hexenschuss ziehen, wenn du da untersuchst. Du weißt doch gar nichts über mich. Ich bin's gerne versteckt, Dirk. Du hast dir in den letzten 3 Monaten schon 2 Hexenschüsse gezogen. Wo willst du das wissen? Du warst doch 20 Jahre hier. Ich komm doch gerade erst frisch eingereist. Was ist denn nur los mit dir? Es heißt nicht, dass ich nicht schon ein paar Mal bei dir drüben war. Alles klar, aber jetzt lass doch die Dame erstmal ausreden. Die hat doch bestimmt noch viel zu erzählen. Ja, also ich muss mal unbedingt wissen, wo ist hier eigentlich die nächste Apotheke? Die nächste Apotheke ist im MD, da kommen wir auch gleich vorbei. Oh. Wissen Sie, ob die auch Hämorrhoidencreme führen? Bestimmt. Du und deine Scheiße. Das ist ja keine Apotheke, ja. Die haben auch eine Apotheke drin. Es gibt ja hier natürlich auch ein Fire Department hier. Da ist die Notrufnummer die 913. Falls Sie irgendwo ein Feuer sehen oder. Das schreit ganz laut Baum. Feuer. Nein, das ist glaube ich nicht so gut, wenn du das machst, oder? Nee, nee. Also wenn Sie bei Hämorrhoiden darf, empfehle ich Ihnen das MD. Da würde ich nicht beim Fire Department anrufen, sondern den MD dann anrufen. Rote Überleitung, das macht Sinn. Ja. Ja. Oder blinkt sie? MD hat die Notrufnummer 912. Das ist jetzt hier, wenn Sie links schauen, da ist das MD. Da ist auch eine Apotheke im ersten Stock oben. Rechts ist das ist da so viel Blinkerlicht? Was sagen Sie? Ach, das. Also, okay. Ja, Mensch. Das ist ja unfassbar hier mit deiner Hämorrhoidencreme. Mir fällt gerade auf, das ganze Blinkerlicht ist, glaube ich, weil da gleich irgendwo eine Beerdigung ist. Oh. Praktisch. Okay. Ja gut, Leute sterben ja auch nicht, wahr? Manche auch. Du passt nur auf, dass du nicht an deinen Hämorrhoiden verstirbst, ne? Ja, wo kann man denn hier eigentlich das Geld abladen? Ich habe nämlich so einen ganzen Batzen in meinem Portemonnaie. Ja, das können Sie am ATM dann machen. Was ist denn ein ATM? Das ist ein Geldautomat, da können Sie auch ein Konto eröffnen. Mhm. Zeige ich Ihnen gleich. Ach, Sie kommen mit zu dem Bankautomaten, ne? Nee, ich kann nicht zeigen, wo der ist. Wenn Sie jetzt hier vorne gerade ausschauen. Mhm. Das Gebäude mit der Antenne und mit den Satellitenschüssen oben. Ja, sehe ich. Wenn Sie da vorgehen, dann da sind da Geldautomaten. Mhm. Da öffnen Sie ein Konto, schreiben Sie die Kontonummer auf. Die brauchen Sie dann in der City Administration. Und da können Sie auch das Geld einzahlen, dann, das Sie dabei haben. Muss ich denn jetzt direkt hier aussteigen oder komme ich die restliche Runde mitfahren? Sie können auch gerne mitfahren, nur hier ist die City Administration. Ja, das wollte ich ja. Da können Sie dann Ihre Ja. Meine Rente beantragen. Ihre Rente beantragen, ihre Sozialhilfe, genau. Mit meinen 78 Jahren. Ja. Menschen, die Grundsicherung benötigen. Ja. Ich brauche auch Geld, ne? Was war denn das? Sie bekommen das alle übrigens. Also, Sie bekommen alle $250 am Tag, sobald Sie zwei... Das ist ja mal beschiss, dass die Jungspunde, die noch arbeiten können, kriegen den gleichen Scheiß wie ich. Obwohl ich schon... Das ist richtig. Obwohl ich meine 70 Jahre hart geackert habe. Ich habe das gar nicht notwendig. Ich brauche keine Grundsicherung für diesen Pöbel. Ja, dann müssen Sie auch nicht beantragen. Sie sind wahrscheinlich reicher Herr, der wahrscheinlich irgendwie so ein Computermilliardär, der so ein Arschgeige. Ja, Computermilliardär nicht, aber ich habe tatsächlich mehrere Immobilienfirmen. Mhm. Ja. Ja. Weißt du, ich war 50 Jahre mit diesem Idioten verheiratet, aber ich habe seinen Namen vergessen in der Zeit. Bei Leid, ja. Ich weiß, das Alzheimer ist hart. Ja, wie war denn der Name nochmal? Ich hab's vergessen. Ja, ich bin Rüdiger. Ach ja, Rüdiger, da war ja was. Ich hatte so viele Männer, während du weg warst, das glaubst du nicht. Und ich wirke selbst nicht besser, ich bin auch im Geld. Ja, kurze Meinung zu Ihrer Einreise? Wir machen es jetzt zwar etwas schwer, aber bis jetzt hat sie es eigentlich ganz gut gemacht, finde ich. Fand ich auch, ja. Barry, aller. Fand ich gemacht. Rüdiger! Also ich finde, das schon ganz gemütlich. Oh, hi, hallo. Na? Ja. Tilo, willst du dich auch noch dazusetzen? Das ist nicht Tilo, das ist... Ich glaube, das wird ein bisschen eng, glaube ich. Oder mal? Ja. Komm auf meinen Schoß. Dieses Shit warm auf seinem Schoß.
Ja, mit den Hämorrhoiden und so, ne? Ich fand, sie hat das auch ganz gut gemacht. Das Einzige, wo sie aufpassen muss, ist, dass sie teilweise ja, langsam an die Haltestellen dann gefahren ist. Ne? Ja, ja. Ja. Aber gut, wir haben aber auch gut aufgedreht jetzt. Von daher, alles gut. Ich wollte gerade sagen, wir haben ihr jetzt auch extra. Also für das, wie schlimm wir es hier gemacht haben, ja, war es schon in Ordnung. Ich wollte sie schon mal umtragen, ne, als Junior. Ja, ich mache ein bisschen. Achso? Dürfen wir sie denn weiter quälen? Klar. Yeah. Bis zum Ende. Ich wollte gerade sagen, Tilo, wir sagen ja auch nichts, dass es schon. Bis wir durch sind. Apropos, du hast mir vorhin gar nichts zu meiner Nord 1 Ausbildung gesagt, wie toll ich das gemacht habe, Tilo. Ja, das war super, hast du gut gemacht. Ja, okay, gut, perfekt. Also, ja. Mein Bestes gegeben. Hast du schon mit der Fahrschule telefoniert wegen Praxis? Also wegen Führerschein? Ah, stimmt. Das könnte ich doch eigentlich mal machen. Ja. Also, gerade auf jeden Fall auch da. Termin habe ich ja. Wo ist denn das hier? Sag mal, ob ich das nicht abgespeichert? Vielleicht nicht, ne? Dann muss ich das nochmal kurz einspeichern. Ich habe gerade die Betriebsstörung durchgeguckt, ne? Nee. Sehen wir anders überhaupt im Dienst? Ja, weiß ich. Nein. Ja. City 1 Betriebsstörung in der Perro. Wir fahren aus Ausbildungsgründen die Runde noch zu Ende. Danke. Also unsere Haltestellen sind ja schon gemütlich. So, ja, dann mache ich das mal ganz kurz. Okay, also wir haben mit Alice aber auch jemanden, den wir noch ein bisschen für so mehr Aufgaben. Aber nee, also Eddie hat jetzt aber auch verdient, muss ich sagen. Also die hat jetzt auch die letzten zwei Runden das immer schon geübt, ne? Und teilweise mit vielen Betriebsstörungen. Also hat es schon gut gemacht. Was ist denn die Nummer von der Verkehr? Auf der Seite ist die Punkte nicht. Ich lost. Ja, dann schauen Sie doch einfach auf Venture, ja, diesem sozialen Medium, ja. Ja, hab ich ja, aber deswegen, es funktioniert halt nicht. Ich hab die halt von der Venture-Seite kopiert. Ja, das ist wahrscheinlich irgendwie Leerzeichen drin. 11833. Das kann tatsächlich sein mit dem Leerzeichen. Warte, ich guck mal kurz. Ach, die Jungen von heute kann einfach nichts mehr. Jetzt klappt's. Ja, wenn Heli jetzt gleich vom Pott geht, aber bitte abbrechen, dann fahr ich zum Yachthafen. Ja. Yachthafen, soll man sich da kurz rauslassen? Irgendwo? Genau. Ist da hier um die Ecke? Ja, dann machen wir so. Weil ich würde dann jetzt von Matt den Dingi übernehmen. Ja, dann fahren wir dich kurz nach La Puerta, das geht ja von dir ganz gut. Hm. Wie dringend musst du übernehmen? Ab wann? Welche Uhrzeit? Theoretisch jetzt, Matt meint aber, ist auch kein Problem mehr. Also ich würde gerne halt so noch da ankommen, dass, Soll ich dich kurz hinfahren, weil letztes hat's mit Hayley vorhin länger gedauert, fast 10 Minuten oder so. Weil ich theoretisch um voll eigentlich losfahren wollte. Soll ich dich kurz hinfahren? Nee. Also jetzt, sie kommt da hin, ich sehe sie gerade. Ja. Ich steck mal schon mal ein. Ja, du, ich glaube, ich würde warten, bis Heli sich auf Fachplatz sitzt. Ja. Hier mal ganz angestrengt auf die Uhr schauen. So. So. Weißt du, was nur der Unterschied ist? Was denn? Du hast keine Uhr an. Mach dann nichts. Mir würde es sogar noch gehen. Hallo. Stauert hier. Da. Okay. Hallo. So. Fahren wir jetzt zum ZOB, oder? Wir fahren jetzt einmal nach La Puerta und lassen Barry da raus.
La Puerta. Also du fährst wieder ganz normal bis... Kann ne? ich jetzt fahren, wie ich möchte? Ja, genau. Ja, ja, okay. Dann weiß ich schon, wie es dir hingeht. Ich komme nachher auch zum Waterborn. Ja, perfekt. Ich muss mich anmelden, oder? Warum sitze ich eigentlich so weit hinten? Nur wenn du selber fahrst. Egal. Wenn du selber fahren willst. Ich kann nicht selber fahren, gestern... ich habe keinen Bootsführerschein. Ja, dann einfach mitfahren. Nur einmal auf 100 anrufen. Ja, ich wollte mit. Also einfach wegen Kapazität und so. Ja. Kapazitäten und so. Ich habe keinen Bootsführerschein. Links, 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 links. Ich kann auch geradeaus auch fahren. Job, okay, Schild, Pucci. Ja, Vespucci ist auch immer Betriebsstörungsdings schwieriger. Achso, okay. Und du hast ungefähr 5 Stoppschilder mehr. Ja. Was bei einem Bus zeittechnisch ungefähr 2-3 Minuten ausmacht. So, also ich habe das jetzt geregelt mit dem Busführerschein, dies, das. Muss ich am Montag dann noch mit angeben. Mhm. Dann machen sie entweder mit mir einen Tag Auto und Motorrad und dann am anderen Tag Bus oder halt alle, wenn es zeitlich passt und. Mhm. Ja. Bezüglich des Bezahlen von dem Führerschein, wie sieht das da aus? Musst du selber zahlen, kriegst aber possibly nach der Ausbildung zurück, zumindest die Hälfte kriegst du auf jeden Fall zurück. Ja! Oh Gott. Die andere Hälfte bin ich aktuell noch in Klärung, weil da das Mofak so ein paar Sachen umgeworfen hat. Soll ich dich runterfahren, oder? Nein, werf mich oben an die Ecke raus. Gut, dann muss ich noch $400. Gut, viel Spaß. Viel Spaß. Ja, danke, ciao. Tschüss. Wer ruft mich denn jetzt eigentlich hier schon wieder an? Ich geh mal ganz kurz gucken. Jetzt fahren wir zum ZOB zurück. Mhm. Kannst hier links fahren, genau. Es mit Abkürzungen fahren, das kann ich schon super. Ja. Weil ich da nicht bei dir verbietet sind. Ja, man merkt ja aber auch, dass du langsam ein bisschen Sicherheit bekommst, was Orientierung und so angeht, ne? Deswegen hatte ich dir ja auch geraten, nicht mit Navi zu fahren, ne? Weil das ist einfach die beste Übung, ne? Ja, ja, das habe ich. Oh Gott, das war ich. Genau. Ich muss schon wieder aufs Klo gehen. Mich hier? Nee, rechts. War noch ein... rechts, rechts, rechts. Doch, jetzt rechts, ja, okay. Genau. Soll ich mal nach Straße folgen? Naja, okay. Also zumindest ein Stückchen. Und bei PDM dann links abbiegen. Aber im PDM wärst du okay. Mhm. Also nach dem PDM. Ja. Ach, nach dem PDM. Mhm. Also hier jetzt, ne? Oh, das hätte ich jetzt mal nicht sehen, weil es dunkel ist unter der Brücke. Ja, oder? Ja. Mhm, kann ich geradeaus fahren? Fahr lieber geradeaus. Achso, geradeaus. Ah, weil... Hier, also, wenn ich hier nicht langfahren muss, rechts die Straße nicht unbedingt langfahren. Ja. Das ist immer so ein bisschen... Leute da gerne mal auch ein bisschen... Ich meine, wir machen aus dem Panto gleich Papa, wenn du weiter so fährst. Mhm. Bisschen schwierig ist die Ecke dann, ne? Kann es sein, dass der Bus klappert? Nö. Okay. Und wenn man sowas klappert, dann hörst du einfach die Zieleinzeige nochmal umstellen, ne? Dann ist die Elektronik wieder resettet. 10 City 2, Bus 2. City 1 ankommt, ZOB. Einfach tanken, ne? Ach, tanken, ach. Genau, ja, alles ja. Gut, aber wir sind jetzt zugesagt. War ich einfach so rum und nee, das ja, geht ja, passt schon. Doch, kannst du machen. Ist gut. Kann ich auf der anderen Seite auch tanken? Oder ja, ja, das kannst du auch. Also das sind überall beide Tanks. Beide, okay. Genau. Ich habe heute übrigens auch schon einmal getankt, also ich weiß, wie das Tanken funktioniert. Hm. Super.
Bevor du mich das fragst. Oh ja, alles klar. Mhm, ich gehe auch mal pipi. Oder? Ja, alles klar. Nee, muss ich? Geht das? Nee. Ich glaube, ich bin mir gerade unsicher. Doch, also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Ja, ja. Ich würde sagen, wie GTA. Warte mal. Mom, I'm scared. Please pick me up. Hä? Mein Handy aufgehackt oder bin ich irgendwie geistig zurückgeblieben? Oh! Was hast du denn hier? Was hast du? Was machst du? Was passiert hier? Nein! Ich bin mir unsicher, was da gerade passiert. So, jetzt fahre ich dann hier so wieder rein, oder? Ja, genau. Kannst ja kurz ein bisschen drehen, ne? Und dann so. Ich wollte jetzt ganz normal jetzt drin. Oder ja, geht auch. Ja, kannst auch mal an, genau. Ich schaue jetzt zu. Wie man halt mal kommt. Also mein Handy lädt gerade unendlich. Ich weiß nicht, ob ich gleich aus dem Bus aussteigen kann oder ob ich jetzt einfach mal kurz neu starte. Ja, ich verstehe. Wenn wir gleich stehen, kannst du auch mal dein Handy neu starten, glaube ich. Alles klar. Wollen wir dann noch oder bleiben wir hier? Wir bleiben dann hier. Alles klar, gut, dann kann ich ja in Ruhe. Ja, genau. Hä, was ist denn hier? Ich text aber trotzdem. Ach, egal. Ich glaube, die GTA hat sich, glaube ich, aufgehängt. Ich starte einfach gleich neu. Ja, mach mal. Ach, wer kommt denn da? Und das nicht mein Bruderherz ist. Stell den Bus noch ein bisschen gerade, denn der steht sehr, sehr schief, ne? Ja, genau. Das kannst du lassen. Bin ich jetzt hinten angedatscht? Ja. Okay. Gut. Busanzeige aufmachen? Ja. Mache ich dann Pause? Wir machen jetzt Pause. Pause. Alles aussteigen. So. Ja, lass sie. Mach das dann schon, denke ich. Gut. Ist ausgestiegen? Ja, sie hat ihr Handy neu gestartet. Oh. Hi, TJ. Hallo, TJ. So. Oh, gut. Also, kannst du mal deine Brille richten? Die sitzt ein bisschen schief. Meine Brille sitzt schief. Ja. Es sitzt schief? Ja, deine Brille sitzt ein bisschen schief. Wenig wirklich besser, aber passt. Das war sehr anstrengend, ja, jetzt auch. Ohne, dass die Brille verrutscht ist. Ja, trotzdem nicht wirklich besser, aber ja. Gut. Denkt immer noch so. Schief. Ist jetzt egal, Titel. Schief. So, Feedback. Also, das hast du soweit gut gemacht, ne? Oh. Ja, ich habe einfach eine Wertung gemacht. Eine Wertung wieder drin, genau, darauf achten, ne? Ist jetzt aber nicht so schlimm passiert. Das verrutscht noch manchmal raus, ne? Alles gut. Ja. Wichtig ist, darauf achten, hast du gemerkt, an der Haltestelle Vespucci-Kanäle hatte ich eine rechte Wurzel, weil du extrem langsam gefahren bist. Ja. Ne? Also, darauf achten, dass du halt nicht zu langsam bist, ne? Weil ansonsten hast du es gemerkt, die anderen Verkehrsteilnehmer müssen unruhig werden, ne? Ja. Das ist dir jetzt ein paar Mal passiert. Ist nicht so schlimm, das war jetzt eine Arc-Test-Situation. Mhm. Aber da bitte drauf achten, dass du noch ein bisschen Sicherheit bekommst. Ja. Da würde ich dich also bitten, übe noch mal ein bisschen privat so. Das aber mal so für dich, ne? Nimm ruhig TJ mit oder andere Kollegen, ne? Die privat üben, wie meinst du das? Naja, ne, wenn du fährst, dann nimmst du mit TJ mit oder wen anders, ne? Und dann privat üben. Das ist wie mein. Naja, wenn du halt fährst, ne? Also. So, und dann übst du das einfach nochmal so ein bisschen für dich, ne? Kannst du ja auch machen. Aber insgesamt war das alles soweit in Ordnung. Gerade die Situation hast du gut gemeistert. Ja. Von daher bekommst du auch die Freigabe jetzt. Hast du dir mehr als verdient? Ja. Oh, cool. Ja. Hast du jetzt die zweite Freigabe? Genau. Ich bin aber, neuer Busfahrer. Genau, aber bitte, wie gesagt, dranbleiben, ne? Ja. Nochmal selber nochmal ein bisschen üben. Ja, ich muss halt das jetzt alles festdicken. Genau. Ja. Und das einfach, ne? Guckst auch, wie gesagt, ne, nimm dir ein paar Leute mal mit. Und sag auch zu denen, du hast ja genug Bekannte, glaube ich, ne? Mhm. Auch mal vielleicht ein bisschen Arschloch spielen, ne? Auch ein bisschen so fordernd. Ne? Einfach, dass du da noch ein bisschen Sicherheit bekommst, ne? Ja. Aber ansonsten war das insgesamt gut.
machst du gut, mach weiter so. Ja. Achte noch ein bisschen drauf, gerade wenn du auch ein bisschen unter Stress bist, dass du auch auf die Kreuzung hast, das ist Vorfahrtsregel, ne? Mhm. Genau. Aber du bist auf einem guten Weg, mach weiter so. Mhm, danke. So. Ich dann gleich den neuen Ausweis. So, ich schau grad mal, ob Baby die schon umgetragen hat. Den Ausweis kann ich dir gleich ausdrucken. Super. Bitte, wolltest du jetzt arbeiten kommen? Nee. Ich kann quasi, wenn ich fahre, Titsche auch mitnehmen, dass er mitfährt, Nord 1 ja, zum genau. Beispiel. Kannst du machen. Ah ja, cool. Braucht ihr meinen Wagen noch oder geht das jetzt auch nee. So wieder? Ja, kann ich dir geben, den Schlüssel. Genau, dann wäre es doch ganz cool, wenn. Titsche, weißt du noch, wo ich wohne? Hast du auch aufgetankt, Titsche. Achso, ja, ja, klar, aber glaube ich ungefähr, dass ich weiß, wo du noch wohnst. Dann genau, können wir das also gleich so machen, dass wir kurz einmal hochfahren. Und dann kannst du mir den Schlüssel dann da oben geben, damit hier nicht zwei Autos unten stehen, ne? Der Palito wartet irgendwo. Genau, ja. Und du weißt, wo Thilo jetzt wohnt. Welche Höhe war das da nochmal? Hallo. Ah, wie geil. Machen wir gleich hier. Guck mal kurz auf. Ja, Jungs, mein Geist. Das war's, deine alte Oma war super, ey. Na was? Hat gerade eine alte Oma gespielt. Die haben mich Barry, Tilo und Alice ist der Name, ne? Alice, die haben mich gerade so getriezt, ey. Und das, obwohl ich schon zwei Stresseinreisen hatte, ja. Und Tilo okay. noch sagt, aber langsam, ja, genau. Ja, das hat irgendwie nicht so funktioniert. Ich hab das Beste gegeben. Ich wollte halt auch immer so drauf hinweisen, ja, okay, lassen sie jetzt ausreden. Ja, ja. Das hat nicht so funktioniert. Aber auch dafür musst du sagen, das kann ja auch wirklich im Realen passieren, dass du halt wirklich ja, mal den okay. Fall hast, dass du vergisst hast, die labern, da kommst du halt nicht ja. dazu, alles zu sagen, ne? Das haben zum Beispiel die Einreisenden, die da zugestiegen sind, die haben das ja schon mal gehört, die haben ja gesagt, dass sie mit dem Bus gefahren zum Casa. Genau. Da haben wir dann auch vor einmal geredet, ach ja, just try, dann rufe ich jetzt an und so. Genau. Habe ich dann auch nicht mehr weiter erzählt, was soll ich richtig. Da jetzt mit Notrufnummern erzählen? Genau, richtig, so. Ne? Von daher haben wir das auch abgelassen. Das kann halt auch passieren, ne? Dann fängst du dich auf das, was gerade im Gespräch passiert, das ja. ist kein Problem, ne? Mhm. Ja. Also diese Einreiseleitfaden ist halt ein Leitfaden ja. und keine Pflicht. Ne? Ja. Genau. Das, was du dann halt einbringen kannst, kannst du einbringen, was nicht, fällt halt weg. Ja. Ne? Dann kannst du halt immer noch sagen, wenn sie ja Bock haben, eine vollständige Einreiserunde zu machen, dann fahren sie ruhig gerne mal mit uns mit. Sagen sie, dass sie das gerne mal hören möchten und dann können wir das machen. Ne? Das auch gerne noch hinweisen. Auch gerne noch hinweisen, dass wir auch immer mal Busfahrer suchen. Also immer. Ja. Ne? Das würde ich nicht nur bei Leuten machen, gerade wenn du jetzt ein 1:1 Gespräch hast, wo du merkst, sie könnten zu uns passen, ne? Ja. Genau. Gut, ne, passt soweit. Ich mach dir kurz den neuen Ausweis fertig. Den finde ich nicht in der Bus-App. Bin ich in der Bus-App? Was? Den finde ich nicht in der Bus-App. Ich habe gerade die Bus-App aufgemacht. Achso. Kennt ihr das, wenn ihr irgendeine App aufmachen wollt? Und macht immer irgendeine andere auf eurem Handy auch? Ja. Aber ja, auch öfter. Ja, dann will ich dann mal den RDP aufmachen. Was mache ich stattdessen auf Venture? Ja, das ist Standard. Das mache ich gerne. Ja, irgendwie bereicht hat. Ich bin schon seit 16 Uhr im Dienst jetzt. Mhm. Oder da will ich gerade Venture aufmachen, dann gehe ich plötzlich auf den RDP rein. Ja, oder so. Das ist Standard. Ja. So, Junior, Bus. Ja. Ja. Sprechen wir das einmal kurz. Dann gehen wir gleich mal kurz zum Drucker. Mhm. So. Drucken Sie jetzt. Die Scan-Fähigkeit. Fähigkeit. Das ja. passt zu meiner neuen Wohnung. Habe ich jetzt kurz an den Drucker gesendet. Gehen wir kurz. Ja. Mal eine Zigarette wegwerfen. Auf. Komm mit. Ich bin Anhängsel. Ja. Haley wird mich nicht mehr los. Merkt er schon. Wenn sie mich überfahren wollte. Ja, das hängt mir jetzt nach. Ja. Ich hätte bei einer Alice. Boah, so schaut's da hinten aus. So. Dass sie halt. Eine halbe Stunde, soll ich glaube ich. Geht mal. Oh Gott, Entschuldigung. Ja, wir gehen mal hier in die Tür, ne? Ich will nicht im Weg stehen. Was habe ich? Ja. So. Dann. Ich bin wortwörtlich der Türsteher. Den hast du hier einmal den neuen, den alten kannst du hier entsorgen. Der müsste irgendwo ein Building sein. Achso, den kann ich entsorgen. Genau.
Boah, muss ich mal anschauen jetzt. Junior-Busfahrer, super. Genau. Und den alten kannst du dann hier einfach dann, hier ist so ein kleiner Müllcontainer, kannst du einfach dann hier reinschmeißen. Klar. Okay. Da? Genau. Gut. Wo denn hier? Einfach hier reinschmeißen. Im Schrank. Einfach nur kurz entsorgen, ne? Einfach zerreißen. Okay. Gut. Du. Hey, Lida, dein Bruder mobbt mich. Hau ihn. Gut, jo. Wir sehen aber auch alles schnieke aus in unseren Uniformen. Da hier übrigens, könnt ihr euch mal angucken, so sahen früher die Nordbusse aus hier. Oh. Oh, süß. Die finde ich irgendwie schöner als die jetzigen. Dachshound. Mhm. Okay. Ja. Ja, das geht nicht nur dir so. Sieht cool aus, ja. Aber eventuell habe ich da was vor. Ja. Die Stadtrundfahrt. Willst du erst mal... Ich verrate noch nichts. Lass mich überraschen. Bus in dieser Retro-Lackierung lackieren lassen, oder was? Was ist das? La. Herzlich willkommen bei alles dran. Die hatten wir nicht gehabt, die Lackierung. Sieht aber auch ganz cool aus. Ja, kaufen bisschen, kriegen, ne? Sie 2 Monate umsonst. Was? Verkauf gerade Tickets. Gut, so. Ja, dann sind wir soweit durch. Dann weiß ich nicht, ich denke mal, ihr wollt auch gerade Feier machen, ne? Also ich mache Feierabend, ich bin durch. Warte, lass mich kurz gucken, wie lange ich mich eingetragen habe. Ich würde es auch dann Feierabend machen. Warte, wir haben es jetzt, wie spät? 20:12. Also bis 20:30 kann ich noch bleiben, dann mache ich den letzten bei 20:30 nämlich weg, den Punkt. Du kannst natürlich, wenn du willst, kannst du natürlich auch noch ein bisschen was durchlesen, wenn du nicht schon alles durch hast. Ich habe halt schon alles durch, so dass es mit dir Teacher. Oder nimmst du es raus? Willst du arbeiten oder was willst du machen? Ich komme morgen wieder. Aber ich nicht. Ich komme morgen wieder. Weißt du schon, mein Titel? Wann hat denn Haley Bock morgen? Weiß ich noch nicht. Ja, wenn dann, musst du doch mit Thilo Ausbildung machen. Ja, genau. Oder so. Deswegen frage ich gerade. Ja. Also ich bin erst ab 12 bis 15:30 da. Sagen wir 15 bis 17:30. Okay, dann trag dich bitte dann gerne auch mal ins RTP ein, ne? Mit Ausbildung. So wie wir es ja gestern geübt hatten. Kann dir jetzt mit Haley nochmal zeigen. Und, genau. Und Alice, du hast gesagt ab 15 Uhr, ne? Nee, ab von 12 bis 15:30 okay. Habe ich Zeit. Okay, tragt euch dann auch gerne ruhig schon ein, damit ich morgen Bescheid weiß, dann... Müsste ich in dem Zeitraum eigentlich auch Zeit haben? Genau. Bitte nicht beide gleichzeitig. Ne? Teacher, ne? Ja, warte, wer soll zur Fahrstelle noch fahren und dann wieder Führerschein ausmachen? Wer ist jetzt gerade im RDP? Ich will jetzt hier nicht irgendwie über irgendwas drüber sprechen. TJ, bist du gerade im RDP? Nö, ich bin gerade noch nicht drin, sagen wir es mal so. Ich warte noch, bis wieder fertig ist. Sage ich das nicht schnell ein, weil heute ist Freitag und ist Samstag dann hier. So, dann einmal hier. Wo ist mein blau wie der Enzian? Blue. Da. Nee, halt da nicht. Da. 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 Die 2 wieder wegmachen. So, bin ich 1, 2, 3, 4 Stunden morgen da. Da. So, speichern. Fertig. Dann kann Tito jetzt rein. Da. Du siehst mich nicht, ich seh dich nicht. Apropos, ich habe irgendwas mit 50% Lohnkürzung gelesen, wenn man zu lange arbeitet. Das habe ich aber nicht ganz verstanden. Ab 6 Stunden. Oh Mann. Wieso arbeitest du schon 6 Stunden? Ja, ich habe heute schon 5 Stunden 47 plus 2, nee, doch 12 Stunden und 47 Minuten. Du bist ja noch nicht bei 6 Stunden. Richtig. Ja, das ist halt so eine, das ist auch so geil, ne? Das hat das Buffer einfach eingeführt, ohne mit uns zu kommunizieren, ne? Okay. Wir haben das halt irgendwann mal gemerkt, dass Brian irgendwie mal 9 Stunden da war.
und hätte nur 7,5 Stunden ausgezahlt bekommen hätte. Ja gut. So. Ja gut, dann ja. Bis 30 bin ich ja noch hier, da habe ich bestimmt meine 6 Stunden, dann reicht es. Ja. Warum bin ich 4 Stunden da? Das ist auch. Mann, ich bin eigentlich auch schon als Junior-Busfahrer drin. Cool. Das heißt, du bekommst quasi heute auch schon einen Junior-Busfahrergehalt, ne? Was kann ich? Du bekommst heute auch schon einen Junior-Busfahrergehalt, ne? Echt? Hm. Nee, pur. Für den ganzen Tag? Ja, ja. Ja, klar. Echt? Cool. Nee, pur, immer noch. Was? Versteht sie gerade nicht. Wenn jemand fragt, echt, kommt meistens nee, pur. Okay. Ja, verstehe ich jetzt. Ich verstehe das alles nicht. Das ist richtig langweilig mit euch hier. Nein, okay. Also echt ist es nicht. Pur ist es auch nicht. Das ist Europe. Echt ist pur. Nein, das echt ist Europe. Pur. Es ist echter, natürlicher Joghurt. Er ist pur. Ach, echt und pur. Ja, okay. Weil es das gleiche. Tokyo Hotel. Was? Tokyo Hotel? Also das Spiel nicht. Das echt ist echt pur. Das ist echt Europe. Echt? Was für... Hä? Das ist echt pur Europe. Echt bedeutet auch pur. Nein, echt und pur ist was anderes. Nein, also... Wir haben ganz andere Songs gesungen. So geil. Kündige. Jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie. Okay, DJ, bist du fertig? Nee, noch nicht. Warte. Schaffst du das? Ich schaff das gerade nicht. Mann. Oder mach dir das mal kurz fertig, ich geh mal kurz aufs Klo, ne? Was schaffst du denn nicht, Tietje? Viel Spaß auf dem Klo, mach kacki kacki. Ja, Spaß wie Barbie, nur richtig. Zu kacken. Gleich wieder da, Chat. So. Kurz eine Kleinigkeit essen.
gibt's hier? Magst du auch Kartoffelbrei? Was bitte? Magst du auch Kartoffelbrei? Ich mag gerne Kartoffelbrei, ja. Er mag dir bitte kein Kartoffelbrei. Schreibst du denn auch immer Hex Hex, wenn du ihn isst? Hex Hex? Nee. Ich muss doch euren Ausbildungsfortschritt eintragen, fällt mir gerade auf. So, hab ich ja richtig eingetragen jetzt. Mhm. Da bin ich wunderbar. Bin ich super. So, Haley. Doch, der heißt Baldrian. Der sag ich doch. Ja. Du warst hier drin. Baldrian. Alter. Ich liebe Baldrian. Suche ich jedes Mal, um mich zu beruhigen. Nee, Spaß. Doch. Das ist ja auch eigentlich da, ne? So, das haben wir. Doch, spürt die kleine Hexe. Wir kommen. Was? Wahnsinn. Wieso Wahnsinn, verstehe ich jetzt nicht. Hört sich gut aus mit Bibi Blocksberg, oder was? Wer? Ich? Na du? Nee. Oder was wer? Was ist mit Biene Maya? Was soll mit ihr, was soll mit Willi sein? Ja, 5 gegen Willi, nicht? Gut, oh, Haley, wir sind 3 Runden gefahren, ne? Insgesamt, ja. Oder? Wie ist denn der Bruder vom Bibi Blocksberg? Nee, 4 Runden sind wir gefahren, 3 Runden davon mit Einreise, ne? Ja, ja. Ihr Bruder, der nach der ersten Staffel nicht mehr gibt. Ja. Weiß ich nicht mehr, wie der heißt. Ja, siehst du mal. Tobias. Tobias. Ja. So, und wie heißt ihr Vater? Ein Citybus, ne? Meine Fresse, Herr Blocksberg. Ja. Citybus. 3 Runden. Bernhard Blocksberg. Ja, wenn schon, kann ich auch danach. Nee, hab ich nicht. Die Mutter ist Barbara Blocksberg. Ja. Mit dem Besenbaldrian. Und wie heißt Bibis beste Freundin? Tina wahrscheinlich. Ich rede von Bibi Blocksberg, aber nicht von Bibi gut. Und Tina. So, Freigabe ist das soweit. Nein. Doch natürlich, das ist auch Bibi Blocksberg. Ja. Aber das ist ein Spin-off davon, also Spin-off. Zählt es da noch nicht. Zählt da noch nicht, okay. Moni. Ich kann mich gut dran erinnern. Moni! Und in den Vorlagen stehst du auch drin, okay. Florian. Gut, dann sind wir durch. Alles eingetragen, nur können wir Feierabend machen. Ja, mach mal Feierabend. Wunderbar. Wie das duft. Ich würde sagen, hey, die TJ, wir treffen uns dann gleich am Parkplatz, ne? Wegen Hochfahren. Also, okay. Hast du City 1 mir auch eingetragen, ja, die ja. Ich jetzt fahren darf? Alles eingetragen. Stand vorhin noch nicht drin. Das habe ich gerade gemacht. Okay. Gut, dann, jo. Wie heißt denn der Bürgermeister von... Ne? Hallo? Was? Ich höre nicht jetzt. Ja, ihr müsst. Du hast sie abgeschlossen, nicht wieder zu. Ja, dann mach auf. Ja, warum? Ich glaube, du kannst sie nicht aufschließen. Na klar kann ich. Ich saß da heute schon mehrfach drin. Also. Gut. Aber sie ist jetzt offen, ne? Sie ist jetzt nicht zu. Ja, weil die beiden noch sonst. Kommt ihr beiden raus, oder? Aber die können die doch auch aufmachen, oder? Nee, nicht? Ich weiß nicht, ob die aufmachen können. Ja, aber ich kann die doch auch aufmachen. Ja, weil das geht nicht bei allen, deswegen. Leute? So,
Jetzt habe ich also, abgeschlossen. Eigentlich solltest du die nicht aufmachen können. Das wundert mich gerade, dass du das kannst. Wie, du nimmst mir diese Zustellung jetzt weg. Ich sitze da gerne drin. Also auf die Schränke kann ich nicht zugreifen, nur auf die Türen. Mit meinen die beiden sind draußen. Das sah nur gerade komisch aus. Okay, cool. Naja, die haben sich auch vorne selbst aufgemacht. Ist hier jetzt auch zu? Was? Ja, ich habe zugemacht, Tilo. Okay. Gut, dann, wie gesagt, gehen wir uns mal ausstempeln. Ja. Ladies first. Wer sagt, dass ich eine Lady bin? Oh, und bis gleich. Bis gleich. Hör auf. Also irgendwie ist es heute... Was ist denn, dass die Türen gerade lecken? Ach so, stimmt. Ich wollte mal noch eben... Das habe ich jetzt noch nicht wirklich geschafft. So. Tag heute. So, wollte ich sagen? Mit 3,50 habe ich auch noch nie einen Bus getankt. Da kann man mal machen. Gut, dann gehen wir mal, ne? Kann ich mitfahren? Ja, klar. Nee, du hast keinen Viersitzer, oder? Das ist ein Viersitzer. Kannst du mitfahren? Bei mir doch mit. Hm. Kannst auch bei mir mitfahren, wenn du willst. Und du hast oben, was hast du dann oben, Mitchell? Wir kommen wieder runter? Ja, gute Frage. Ja, stimmt, wie machen wir das denn jetzt am besten? Dann fahre ich mit dem Motorrad halt drauf. Ja, okay, ich fährst mit dem Motorrad hinterher. Finde ich super. Boah, da fahren wir jetzt mit 3 Autos. Ja, gut, ist dann so. Gut. Ja. Dann hau ich dir das Ding ins Navi, ne? Bleib bei dir gleich nicht. Ich würde mir zeigen, wo du wohnst, Tilo, weil ich weiß das nicht. Ja, ja. Wenn ihr mal guckt, geht mal auf die Bus-App. Mhm. Was? Die Bus-App. Achso, auf die Bus-App soll ich gehen, ja. Dann, Palito Bay Süd, ne? Ja. Und dort kommt ja dann diese Bulots Avenue, ne? Diese Kreuzung. Ja. Und dann die Straße Bulots Avenue Richtung Strand. Ja. Beim Procopio Drive. Ja. So, dort an dieser Straße, in dieser Seitenstraße wohne ich. Ernsthaft? Genau, also am Procopio Drive. Da wohnen Freunde von uns auch. Bitte? Da wohnen Freunde von uns auch. Das ist doch cool. Aber ich hasse es mal kurz ins Navi, ne? Da wohnen doch auch Hazel und Paige, oder nicht? Ja, kannst du dann hier, ja. Ich hasse es mal kurz ins Navi, ne? Komm kurz mit. Okay. Also, beziehungsweise, nee, zum Dings muss ich hier drin. Ja. Zum Intruder. Wo steht der?
Ich komme auf jeden Fall hoch, ja. Ja, ich will es dir nur schon mal ins Navi hauen, dass du schon auf deinem Dings hast, ne? Ein Motorrad. Ja, aber du kannst es trotzdem auf deinem Karten-Navi haben, ne? Also, ja. Wenn du verstehst, was ich meine. Hier ist ja ein Dings drin. Ist was? Das hier ein Steinschlag oder was ist da? Eine Scheibe? Ja, ich denke mal, die Kinder in der Nachbarschaft haben wir wieder ein bisschen gewütet. Ja, okay. Mach mal auf. Ja. So, dann habe ich das kurz ins Navi. Ja, super. Bisschen einfacher, glaube ich. Warte kurz, ich mach kurz weg. Außen. Ja. So, da ist es. Okay. Seht ihr das? Ja. Okay. Ja. Gut, alles klar. Dann sehen wir uns dann gleich da, ja? Ja. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Hello. Hello. Ja, alles gut? Ja, und selber? Ja, auch. Feierabend. Achso, nee, für mich geht's jetzt erst los. Ja, dann viel Spaß, ne? Ach ja. Dann viel Spaß, bis dann. Danke, bis dann. Tschüss, Lanos. Wie ist eigentlich ausgestempelt?
Ja. Warte mal, der Wagen steht hier falsch. Cool, da wohnst du. Super. Ja, das ist mein eigenes cool. Eigen, ja. Durch die coolen Garten, ja. Hm. Jo. Kann ich mal von zeigen, wenn TJ da ist. Kannst du den Arm wieder runter? Richtig cool. Hm. Hast du für eine Einrichtung? 90s modern habe ich. Boah, die will ich auch. Das ist schön, ja. DJ, du hast doch gesagt, du gefällt 90s Modern nicht, ne? Was? Hast du letztes Mal gesagt, dass dir 90s Modern nicht gefällt? Ich hab nicht gesagt, dass es mir nicht gefällt. Ich habe nur gesagt, das ist nicht mein Favorit. Also, jemand, das gefällt dir nicht. Aber Tilo hat 90s Modern. Hm. Jo, genau. Hm. Gut, genau. Dann kannst du mir Schlüssel wiedergeben. Titel? Genau. Soll ich euch mal kurz rumführen? Könnt ihr euch mal angucken? Hm? Das Geile ist halt an dem Grundstück, dass ich halt meinen eigenen. Dass ich halt ja meine eigene Parkfläche habe. Ne? Das ist schon sehr geil. Ja, das ist richtig cool. So, hier habe ich noch einen kleinen Hintereingang. Wow. Ja. Ich mache euch mal auf, wenn ihr mal reinkommt. Das ist auch deine Einfahrt hier. Nee, das ist. Ja, das ist meine Einfahrt, das vorne. Jo, hier wohne ich. Den Schnitt kennt er ja schon, ne? Ich habe ihn mal gesehen bei einer Freundin, ja. Mhm. Hier ist mein Wohnzimmer. Mhm. Keiner rein. Mhm. Hier ist eine kleine das Küche. Ich auch beinahe gehabt, Tietje, wenn es frei gewesen wäre. Genau, kleine ja. Küche. Was ich halt mag, ist, dass es abgetrennt ist und dass es nicht ganz so offen wie in vielen anderen Schnitten. Ja, ja. Dann haben wir hier ein schönes großes Bad. Freistehende Badewanne, cool. Mm-hmm. Und hier mein Schlafzimmer. Cool. Mit schönen cool. Extra Kleiderschrank. Zwei Kleiderschränke, die ich gar nicht brauche. begehbaren Kleiderschrank, cool. Mm-hmm. Ja. Also mir ist der Schnitt an sich ein Ticken zu hell. Ich mach's immer ein bisschen dunkler, aber der Schnitt an sich ist halt ganz cool, ne? Ja, ich finde das auch cool. Ja. Also bei deinem ist die gesagt, am Montag, nee, wann war ich dort? Am Sonntag, Montag? Nee. Dienstag. Ja. Oder Dienstag, ist egal. Weil ich in der neuen Wohnung haben sie gesagt, 90s Modern ist frei in Little Soul. Mhm. Dann war das bei dem bloß markiert als frei, dabei war das gar nicht frei. Okay, na gut.
Ich habe mich schon so gefreut. Jetzt ziehe ich an den Strand runter. Ja, was habt ihr da veranstaltet? Maritim. Also ich ziehe da bloß hin. Okay. Maritim habe ich da. Mhm. Aber nein, das Modern ist schon richtig cool. Mhm. Naja. Maritim ist auch ein geiler Städte, gefällt mir auch gut. Ja. Was bezahlst du da? 171. Mhm. Mit Balkon. Cool. Nochmal tauschen. Aufs Meer. Nee. Okay. Ist da unten bei den Strandhäusern an der Pier oder? Ja. Unten und es ist halt. Aber diese Wohnung wär für mich alleine ja viel zu groß, finde ich. Also. Aus, besser gesagt. Also größer muss es nicht sein, also es ist auch halt schon, ne? Es gibt halt einen geilen Schnitt in unten am Mission OPD, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der ist halt schön kompakt, den mag ich auch sehr gerne. Was ist denn der? Warte mal kurz gucken. Mission OPD? Mission OPD hat da Tinley seine Wohnung. Der Schnitt, den mag ich sehr gerne. Kurz, ob ich den Schnitt finde. Ein Schnitt, wo das Schlafzimmer oben ist? Hier, das ist so ein ganz kleiner, kompakter Schnitt. Kein kompakt. Niemals. Wäre ganz cool, wenn die hier auf den Startseiten immer schon die richtigen Namen hinschreiben würden. Wie heißt das Chatting? City Apartment eventuell. Nee. Das ist vorne mit so einem. Also der Eingangsbereich ist halt schwarz mit so einem schwarzen Wohnzimmer halt. Aber das große ist definitiv irgendwie Kassik ist es nicht. Okay. Apartment vielleicht? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, der Schnitt ist auch sehr geil. Der ist halt schön, schön klein, kompakt. Was denn? Der steht den, von dem ich gerade rede. Two-Style, ist das Two-Style? Nee, Two-Style ist das, wo ich rein will, unbedingt. Nee, Two-Style, nee, okay. Nee, auf jeden Fall, der Schnitt ist auch cool. Ja, habt ihr das auch mal gesehen? Ja. Genau. Udi. Ich finde Two-90s Modern echt cool. Mir ist gerade eingefallen, wir hätten ja gar nicht mehr Motorrad runter vom Hafen brauchen. Wir können mit dem Boot zurückfahren. Ja, das stimmt. Super. Ja, gut. Alles klar. Ja. Dann mache ich euch hier wieder auf, dann könnt ihr hier vorne recht raus. Ja. Dann. Ja, wünsche ich euch noch einen angenehmen Abend. Ne? Ja. Du. Ja auch. Wir hören uns dann. So. Bis dann. Tschüss. Ciao. So. Ich kurz auf meinen Intruder ein bisschen anders. GTA-Logik? Ist aber nicht sehr pfleglich mit dem Wagen umgegangen hier. Jetzt haben wir die Frage, was ist das auf meiner Adresse? Aber. Das war, glaube ich, YCOK, ne?
Gut. Jo, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.